Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute DSA in der 5. Edition, wobei das eigentlich bei mir ja irgendwie nicht so interessant ist. Dieses Abenteuer, die Klingen der Nacht. Wir sind inzwischen in der 32. Folge und fast am Ende angekommen. Und heute mit dabei die volle Crew. Nämlich Leopardin 202 als Ilva von den Eisfuchsleuten. Guten Abend. Und Dererion als Lothir von Frigorn. Hallo. Und Feda als Ikayu. Mögen die Himmel 12 und die 12 uns beistehen. Und last but not least, der Pölle spielt Goswin Allebrecht. Schuhu. Ja. Wir haben die letzte Folge abgebrochen, mitten in der Action eigentlich. Denn das Dörfchen Friesow wird zum zweiten Mal angegriffen in wenigen Monaten. Oder Wochen sogar wahrscheinlich. Eher Wochen. Und dieses Mal allerdings nicht unvorbereitet wie beim ersten Mal, sondern verteidigt von den letzten zusammengesuchten Verteidigern des Nordens. Einer Rotte Yetis, ein paar Livesen, einem Stamm Fjaninger, ein paar Leuten aus Glündhaven, den ehemaligen Bewohnern von Friesow und von Frigorn. Und allesamt stellen sich den Dunkelelfen entgegen, die aus dem Norden, aus dem Eis gen Süden marschieren und mit dämonischer und untoter und chimäreologischer Unterstützung angreifen. Und der erste Verteidigungswall war sie haben das Eis präpariert. Was damit geschehen ist, weiß niemand so genau. Denn eigentlich ist diese schwarze, undurchdringlich, undurchsichtige Wolke darüber gezogen und dann kamen sie auch schon. Irgendwie haben sie diese Verteidigung ohne Probleme überwinden können. Und die erste Verteidigungswelle, die sie sonst hatten, unsere Helden zusammen mit den anderen, ist ein, ihr hattet Barrikaden errichtet und euch dann irgendwie oben auf den Barrikaden postiert und mit Bogenschützen versucht, die Angreifer irgendwie auszuschalten. Eine erste Welle waren goblinoide Chimären, die Dunkelelfen auf euch draufgehetzt haben. Die habt ihr noch relativ gut abgefangen, genauso wie die Harpien, die mit Brandsätzen über euch gekreist sind. Aber schon die zweite Welle mit Zombies und Chimären durchbrach die Verteidigungsbarrikade. Und ihr seid auf dem Rückzug. Und Lothir ist am weitesten hinten, weil er als allererstes seinen Posten aufgeben musste, als eine Harpie in die Barrikade gestürzt ist mitsamt dem Brandsatz. Ilva hat als letztes die Barrikade noch verteidigt und wir steigen am besten auch direkt ein in die Szenerie, um das mal wieder ein bisschen zu beschreiben, auch für Leute, die vielleicht den letzten Teil nicht zu Ende gehört haben. Die Verteidiger haben zwischen den Häuserruinen von Friesow halt Barrikaden errichtet. Die erste davon ist, wie gesagt, jetzt überklettert worden, beziehungsweise in Brand gesteckt worden. Und was da jetzt über die Barrikaden herüberläuft, sind diverse merkwürdige Chimären, halb Elf, halb Krabbe, halb Spinne, halb Krabbe, alle möglichen anderen Tentakel-Elfen, Viecher, alles wirklich unheilig, was da so vor euren Augen ist und auch sehr unwirklich. Aber ihr habt diese Wesen halt auch schon zweimal gesehen. Von daher ist es für euch zumindest nichts Neues. Für einige andere Verteidiger, die mit euch irgendwie auf den Barrikaden postiert waren oder hinter den Barrikaden als Bogenschützen postiert waren, für die ist das weitaus schlimmer.
mit diesen Goblinoiden-Chimären und mit den Harpien sind sie noch klargekommen. Aber der Anblick allein dieser anderen Chimären, die da jetzt über die Barrikaden herüberklettern, ist doch schon etwas zu viel für den einen oder anderen, der seinen Bogen fallen lässt oder seine Forke oder seinen Säbel fallen lässt und versucht, die Füße in die Hände zu nehmen und wegzulaufen. Und ja, wie es an anderen Stellen der Stadt um die Schlachtlinie bestellt ist, wisst ihr gar nicht. Denn die Stadt ist dann doch, ja gut, es ist ein Dorf, aber für den Norden halt immer noch ziemlich groß. Ihr seid postiert dann zusammen an einer Stelle und wisst halt, was hier bei euch abgeht, aber was bei den anderen so los ist. Davon, naja, kann man nur vom Hören sagen oder könnt ihr versuchen, die Trompeten, Fanfaren und andere militärischen Signale, die die Bannstrahler vielleicht benutzen, zu deuten. Und ja, aber ihr habt allerlei zu tun, auch mit dem, was hier bei euch passiert. Wie gesagt, einige fangen schon an wegzulaufen. Lothir hat seine Bogenschützen noch relativ gut im Griff gehabt, wenn ich mich richtig erinnere, hatten sie auch einen tödlichen Pfeilhagel auf die ersten Wellen der Angreifer abgeschossen. Und da Lothir ja sich ja jetzt bei den anderen befindet, da er sich als erster zurückgezogen hatte, hat er vielleicht von weiter hinten den besten Überblick über die Szenerie. Siehst halt Ilva, wie sie noch zurückläuft, Ikayo und Goswin, wie sie ja noch irgendwas entgegenschreien, während die ersten Chimären die Barrikaden überklettern oder teilweise irgendwie durchbrechen zu scheinen, an einer Stelle, wo der Brandsatz, wo Lothir vorhin noch gestanden hat, der Brandsatz niedergegangen ist, da entstand eine große Explosion. Und Teile der Barrikade sind weggesprengt worden. Und nicht zu vergessen, ihr habt einen großen Blitz gesehen beim letzten Mal. Irgendwo ist er niedergegangen und irgendein helles Licht ist erschienen. Aber da wart ihr schon mitten in den Kampfhandlungen und ihr hattet keine richtige Zeit, euch zu beobachten, was denn da genau passiert. Vor euch das Schwarz und Dunkel der Wolke, die jenseits der Barrikade noch ist und jede Menge Leiber, die sich jetzt über diese Barrikade herüberkriechend bewegen, Zombies wahrscheinlich oder immer noch ein paar goblinoide Wesen und Chimären, alles gemixt, ein großer Wust und Pool an Angreifern, eine fast undefinierbare Masse an Leibern und Händen und Krallen und Zähnen, die da über die Barrikade klettert. Überall hört man Geschrei, Explosionen, Feuer, Rauchentwicklung, Befehle werden gebrüllt aus allen möglichen Ecken und Enden, Signalhörner erschallen, hin und wieder fällt wieder eine dieser fliegenden Harpien vom Himmel und bringt trotzdem seinen Brandsatz noch halbwegs ins Ziel, weil, naja, sie tragen halt Brandsätze und wenn sie abgeschossen werden, fallen die auch gen Boden. Leute versuchen verzweifelt Löschketten zu bilden. Und ja, über allem liegt dieser eisige Hauch, dieser Wind, was aus dieser schwarzen Wolke hervorgebrochen ist. Was die ersten Verteidiger auch schon sehr stark mitgenommen hat. Lothir hat Goswin mit seinem Mantel geschützt. Ikayo und Ilva sind Gott sei Dank relativ resistent gegen Kälte. Aber eine unwirkliche niederhöllische Kälte ist aus dieser Wolke hervorgebrochen und hat die ersten Verteidiger allein schon mit Erfrierungen schlimmster Art zurückgelassen. Und auch da sieht man jetzt auf dem Boden wimmernde Leute, die sich irgendwelche, ja, die Nase, die angefroren ist oder so halten, irgendwie das Gesicht halten oder von verletzt sind von Pfeilen, die abgeschossen worden sind von den Gegnern. Eigentliche Elfen habt ihr noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Und dennoch ist schon, ja, alles um euch herum ein großes Chaos. Was sind jetzt eure Pläne? Wie soll es weitergehen?
Wir hatten ja, glaube ich, schon mal so weit gesagt, dass wir versuchen, einen koordinierten Rückzug zustande zu kriegen, dass wir uns halt um Palisade zurückziehen. Mhm. Wenn noch, Entschuldigung, wenn Lothar noch Bogenschützen sieht, die er kommandieren kann, weil er war ja auch ein bisschen abgedrängt worden von denen, mhm, bei seinem Sturzmanöver, das wird er denen auch den Rückzugsbefehl zurufen und sagen, dass sie nicht auf die Untoten schießen sollen, weil das keinen Sinn macht. Ja, die ersten Pfeilsalven sind schon in diese Untoten eingeschlagen und haben, ja, die laufen halt mit den Pfeilen im Körper halt weiter. Zurück! Und was Lothia ja sich schon gedacht hat, was passieren wird, tritt er tatsächlich ein, denn einige der Verteidiger erkennen in den Untoten einige ihrer Verwandten wieder, die aus dem Grab erstanden sind. Was die Sache zusätzlich erschwert. Und auch hier lassen einige die Bögen fallen und nehmen Reißaus. Also weit halt wie möglich versuche ich einen koordinierten Rückzug hinzukriegen und dann versuche ich noch beim Zurückgehen einen oder zwei, vermutlich eher einen, wenn ich einen sehe, der schwer verletzt ist, aber noch lebt, den dann mitzuziehen. Ich kann mich auch daran erinnern, dass Ilva, glaube ich, auch einen schweren Treffer hat einstecken müssen beim letzten Mal, glaube ich, ne? Kann das sein? Das ist so korrekt, jawohl. Ich habe also nicht ein schwerer Treffer, sondern mehrere kleine, ne? Von drei Goblins, die da auf mich gesprungen sind, als ich den Mr. Krabs da plattgehauen bekämpft hast. Ja. Du hast halt versucht, alleine die Barrikade zu halten und bist dann von den Gegnern überrannt worden. Und nur wegen deiner Kampfkraft, deiner schieren Wucht und Kampfkraft, dann konntest du noch entkommen. Und wann seht ihr Kayo, Goswin, Lothir, wie Ilva sich dann als Letzte hinter dem ganzen Tross der Verteidiger noch irgendwie zurückbewegt und aber auch aus mehreren offenen Wunden Blut zu bluten scheint? Ja, ich musste ja auch die Goblins erstmal irgendwie abschütteln, ne? Die waren irgendwie drei auf mich gesprungen. Die hatten sich dann drauf gebissen, ja. Durch die Gassen getaumelt, immer mal wieder mit Schmackes gegen die Wand gerannt, um so ein Teil irgendwie von mir runterzukriegen, die irgendwie um mich schlagen irgendwie. Also es muss auch ein bisschen seltsam ausgesehen haben, weil die einfach drei so kleine Dinger an der Kriegerin dranhängen, die dann irgendwie, ne, so, mach die mal ab, gegen die Wand. Und irgendwie versuchen, die wieder abzuschütteln und zu poolen, dass sie aufhören. Ja, und dann schleppe ich mich irgendwie dann zur Barrikade. Es ist relativ, also klar, so habe ich an mehreren Stellen blutig und so, was ist noch relativ oberflächlich. Ich komme so klar, aber es ist schon viel zerkratzt an mir. Das ist, und Kleinvieh macht dann auch Mist. Also gucken wir mal, wie das weitergeht. Wenn ihr euch jetzt zurückzieht, seht ihr irgendwie, ihr lasst ein Haus oder eine Häuserreihe hinter euch, lauft zur nächsten Barrikade. Eine Art improvisiertes Tor wird geöffnet und lässt die Kämpfer durch. Und ihr bekommt einen kleinen Blick nach rechts und links. Auf den Barrikaden stehen schon wieder Bogenschützen postiert, die ihre Bögen gespannt haben. Und Lothir läuft ja als erstes durch. Schreit Befehle Richtung seiner Bogenschützen, versucht ja den geordneten Rückzug zu organisieren. Vielleicht irgendwie sowas wie keiner fällt hinter Ilva zurück oder sowas. Schaust hoch und hast ein kurzes Gefühl, das ist ein Verteidigungswall jetzt mit den Bogenschützen, die auf diesen improvisierten kleinen Türmen stehen, die aus den Häuserruinen halt erbaut worden sind. Und in dem Moment, wo du gerade so ein Gefühl davon hast, irgendwie so, ja, ich habe jetzt hier Deckungsfeuer oder so, in dem Moment beginnen alle gleichzeitig, es sind vielleicht fünf auf der rechten, fünf auf der linken Seite, du hast ja nur den Blick für eine Seite erstmal, im Moment alle fünf, die oben auf diesem kleinen improvisierten Turm draufstehen, alle gleichzeitig vornüber zu kippen. Kein Pfeil oder sonst irgendwas war zu sehen, aber sie kippen einfach nach vorne weg und fallen um.
Einige fallen über die Brüstung nach vorne, andere sind dann halt unter dem Palisaden nicht mehr zu sehen. Man sah auch kein Blut fließen oder so. Nein. Das hat mir jetzt ungünstig. Ja, und schon laufen die Ersten an dir vorbei, schießen noch irgendwelche Pfeile zurück, wo du gerade gesagt hast, sie sollen nicht mehr schießen, aber... Ja, man hat leider auch nicht wirklich Zeit, auf alles direkt einzugehen, weil das schreit doch eher nach irgendeiner Chakagra-Falle, was die da gerade machen, irgendwas Unsichtbares oder so. Was Lothian dann als Erstes auf jeden Fall machen würde, wäre auf dem Weg ein paar Pfeile einzusammeln. Mhm. Dass er seinen Bestand ein bisschen aufstocken kann. Dann würfel mal einen W6. Okay. Das ist halt alles in Hektik. Mhm. Hast du drei Pfeile. Immerhin. Ja, neben den ersten Verteidigern mit stürmen jetzt Ikayo und Goswin halt auch an dir vorbei. Oder wollt ihr draußen stehen bleiben? Ich denke mal nicht. Ich hatte Liska zu Ilva geschickt beim letzten Mal, um ihr zu helfen und auch dafür zu sagen, dass ihr nichts mehr in den Rücken springt. Das bedeutet, ich werde wahrscheinlich so auf Höhe des Tors stehen bleiben. Ich habe immer noch so ein Pfeifen im Ohr von der Explosion. Mhm. Versuche das irgendwie loszuwerden, gucke mich nach den beiden um, nach meinem Hund, nach Ilva, gucke, dass die irgendwie aufschließen und werde dann kurz vor denen durchs Tor. Ja. Siehst halt, wie Ilva gerade als Letztes läuft, vor ihr noch irgendwie so zwei, drei verunsicherte Bauernjungs mit so improvisierten Hellebarden oder Speeren. Mehr Speer als Hellebarde eigentlich. Und ja, laufen halt in Panik, mit Panik verzerrten Gesichtern weg und Ilva holt noch mit ihrer Axt noch ein, zweimal nach hinten aus und kann den beiden noch ein bisschen Platz verschaffen. Ilva, komm jetzt! Gerade eingefroren. Nein, ist sie nicht. Ich komme ja, ich tue ja alles, was ich kann, aber ich muss doch irgendwie gucken, dass ich die Leute hier mit reinkriege. Ich gucke noch mal so ein bisschen hektisch um mich rum, ob jetzt irgendwie, soweit ich das überblicken kann, die meisten um mich rum jetzt irgendwie weg sind. Und dann gehe ich tatsächlich auch, sehe ich mal zu, dass ich durch die... In dem Moment, wo du dich umschaust, fliegt ein großer Teil der Barrikade, das war früher vielleicht mal ein Teil von einem Wagen oder einem Schlitten oder sowas, fliegt über deinen Kopf hinweg, du instinktiv duckst du dich herunter, machen du einen Ausweichenwurf machst. Indem ich an, aha, okay, Moment. Ich würfel auch mal, weil mein Hund steht daneben, wie ich gerade gesagt habe. Oh, oh. Verdammt, ausweichen hast du gesagt? Yay, ja. Ausgewichen. Matrix-Silver. Okay, Matrix-Silver. Gucken wir mal. Auf was geht denn ausweichen? Ausweichen ist ein einzelner Kampfwert. So. Guck mal hier, ich habe noch nie DSA gespielt. Aber ich kann das nicht. Könnte sein. Ne? 15 ist ein bisschen hoch. Der Wert dürfte zwischen 6 und 8 liegen. Den dürfte mein Hund das so. Nee. Ja. Nee, warte, ich scrolle, aber ich glaube nicht, dass mein Hund einen Ausweichenwert von 14 hat. Ja, unwahrscheinlich. Das, warum Ilva den Ausweichenwurf machen sollte, ist eigentlich, weil sie so groß und stämmig ist und das Ding halt über sie hinwegfliegt. Das heißt, sie muss halt kurz den Kopf irgendwie runterziehen. Da dein Hund irgendwie, ich würfel mal ein W6, sag mal hoch oder tief. Und dann gucken wir mal, wo der steht. Wenn er vor Ilva steht oder bei Ilva steht oder wenn er halt hinter Ilva ist, dann hat er ein Problem. Sag hoch. Hoch ist gut, okay. Dann steht er bei Ilva und hat kein Problem. Puh. Weil er halt ein kleiner Hund ist. Also so klein ist er auch wieder nicht. Ja, aber halt, ne, für die Situation gerade. Was aber viel schlimmer ist, ist halt, dass die beiden, die Ilva gerade beschützen wollte, die beiden Bauernjungs, beide von diesem Schlitten niedergemäht werden und halt unter dem Schlitten begraben werden.
Und, Ilva blickt sich halt um und sieht halt eines von diesen großen der Unterkörper ist eine Krabbe, der Oberkörper ein muskulöser Elf, hat irgendwie einen Teil der Barrikade geworfen, fasst jetzt auf so einen großen Hammer und böse Erinnerungen ereilen Ilva, als er das letzte Mal einem dieser Dinger gegenüberstand. Nicht nur Ilva. Oh. Ja, Lothir auch. Ja, der ist einmal quer über den Hof geflogen beim letzten Mal, ja. Der reibt sich verstohlen den Brustkorb. Ja, dann müssen wir da wohl gegen an, ne? Ich hoffe mal auf Unterstützung von hinten, weil das... Ja, du hast Folgen, du kannst weglaufen oder du kannst dich dem stellen und allem, was da hinter dem auch noch kommt. Ja, ich will doch hinter die Barrikade. Aber von da will ich... Sehr weise. Also, sehr, ja. Manchmal habe ich meine Momente. Aber ich glaube, ich stehe dann doch hinter die Barrikade. Ferndinger sind ja an und für sich gar nicht lebensmüde, ne? Die sind ja schon, gucken ja schon, dass sie auch ihre Chancen ausrechnen. Machen wir das mal. Ja, läufst du an denen vorbei. Möchtest du den einen von den beiden irgendwie noch helfen? Also die sind natürlich nicht ganz hinüber. Die sind halt ne, ein zerschmetterter Körper oder so. Siehst dann auch da, aber du flehentlich. Wie zerschmetterte Körper. Ja, Schlitten also, auf menschlichen Körper mit Wucht geschmissen. Also Matsch im Prinzip. Alles, was unterm Schlitten gelandet ist, ist Matsch, oder? Ja, aber sie leben noch. Aber sie leben noch. Ja, dann würde ich tatsächlich... Ich sag's nur. Ich weiß nicht, nein. Ich überlege... mich zu wiederholen. Ilva, komm! aber... Oh, ey, ich zieh schnell meinen durch und zieh den irgendwie zumindest einen von dem noch am Hals lang und dem anderen versuche ich irgendwie auch noch zu treffen. Dass sie zumindest irgendwie tot sind, dass der Typ die nicht mehr kriegt. Und dann renne ich, was die Beine hergeben. Mhm. Die zählen aber nicht, ne? Ach so. Also jetzt zählt ja. Ach, du zählst. Ja, aber die gehen zu Boron und nicht wohin auch immer solche Leute mitnehmen. Also das ist ja ein bisschen auch meine Verantwortung jetzt, ne? Ja. Ja, dann läuft ihr weg hinter euch. Also was, Gosvin kann noch was machen. Ikayo steht ja auch schon im Tor. Ja, also ich stehe wahrscheinlich auch hinter der Barrikade, ne? Schon, ist schon weiter weggelaufen, okay. Nee, also dachte ich jetzt. Also wir sind doch jetzt an Lothir vorbei und dann zur Barrikade okay. gelaufen. Ja, ja und ich wink den beiden. Und gleichzeitig rufe ich wahrscheinlich dem Krabbenvieh zu. Ach, geh doch bitte weg! Bitte. Das Krampfi. Die wollen nicht mit mir spielen. Dann gehe ich wieder. Ja. Ich versuch's mit allen Mitteln. Soll mir keiner nachher sagen, ich hätte nicht alles versucht, was geht. Ja. Gosvin, mach mal eine Sinnesschärfenprobe. Oh, das sieht gut aus. Drei Qualitätsstufen, dann fällt hier eben so auch in dem ganzen Durcheinander das auf, was Lothir eben auch gesehen hat, dass die da zusammengebrochen sind, die verteidigenden Schützen. Und ja. Was macht das mit Gosvin? Meine erste Reaktion ist erstmal zu gucken, ob die steif umgekippt sind oder ob die zusammengesackt sind. Die sind zusammengesackt. Zusammengesackt? Mhm. Ich glaube, da mache ich jetzt erstmal eine Willenskraftprobe. Mhm. Die allerdings, so wie es aussieht, zum Glück zumindest kein größeres Problem darstellt. Ja, dann muss ich mich jetzt, glaube ich, einmal kurz zusammenreißen und brauche einen Moment.
Währenddessen eilt Ilva auch mit ein paar letzten Verteidigern noch durch die Absperrung. Da waren noch irgendwie zwei, drei weitere Fjaninger, die mit ihr die letzte Linie gebildet haben. Und hinter Tor zu. Ja, das improvisierte Tor wird verschlossen. Und angesichts des dieses starken Viehs, was da auf der anderen Seite ist, wird das wahrscheinlich nicht lange halten. Sehe ich irgendwas, womit man das verstärken könnte? Liegt noch irgendwo irgendwas rum, was man da vorschieben könnte? Ja, ihr könnt natürlich, also ihr habt dafür gesorgt, dass man das barrikadieren kann. Ob das reichen wird, ist was anderes. Jetzt im Moment hat Ikayo das Gefühl, egal was ihr da vorhaut, das reicht nicht. Fuck! Fuck! Die Bogenschützen oben sind alle weg. Dass wir von oben auf das draufschmeißen können? Liegt irgendwo so ein Brandsatz rum von der Harpie, der nicht explodiert ist? Den man Schwere! So mach mal eine Sinnesschärfenprobe. Okay, mal eine Sinnesschärfenprobe, Moment. So. Gucken wir mal. Teile vor. Pass auf. Ich habe ja 4 Chips. Klar. Ich chip das. Also, was soll der Geiz? Ja, er braucht das schon. Chips? Ja, wunderbar. Das sieht doch viel besser aus. Moment, Sinnesschärfe. Geht auf. Wieso werden mir meine Proben hier nicht angezeigt, weil das Ding nicht richtig geladen ist. 2, 2, mein 5, Dokument 10. lädt. So, Sinnesschärfe. Geht auf Klugheit, Inni. Ja, dann habe ich 3 Qualitätsstufen. Mhm. Ja, dann findest du tatsächlich so einen Brandsatz, der nicht explodiert ist, unter einer von den Harpien liegen. Dann schnappe ich mir den und dann will ich jetzt nach oben auf die Barrikade, um das auf das Ding runterzuwerfen, damit das explodiert. Mhm. Ja. Das ist eine total gute Idee, ich weiß das. Du willst das also anzünden, wie machst du das? Nein, ich will oben auf die Mauer und da zünde ich es an. Ich zünde das nicht an, während ich die Mauer hochkletter. Also naja, aber wie zündest du das denn überhaupt an? Also kriegst du das Feuer her? Ich habe Feuerstein und Zunder in meinem Abenteurergepäck. Steht halt oben und versucht erstmal anzumachen. Währenddessen brandet die erste langsame Welle von Zombies gegen die Barrikaden. Die fangen an, halt diese da aufgetürmten Holzteile und Steine, Reste und was auch immer, was ihr da aufgeschichtet habt, einfach wegzugraben oder so. Also versuchen sich dann nur, während die zweite Reihe versucht, über die erste rüber zu steigen. Speere zu mir! So, Ludwig wird dann da hinrennen, damit die Leute halt mit Piken versuchen, die Untoten halt wegzuschieben. Mhm. Dann knallt er den Speer auf den Boden. Ifern, schütze uns vor denen, die aus Borons Reich geflohen sind. Und wirke einen kleinen Schutzsegen gegen Untote. Am Tor 4 oder Schritt wo? Radius. Ja, wo genau? Am Tor oder? Direkt, wo die Untoten jetzt gerade losstürmen würden. Ja, die sind überall. Das ist das Problem. Also 4 Schritt kannst du schützen, aber wo? Ja. Wo würde ich denn, gibt es da einen direkten Engpass? Das Tor. Die, ja, dann da. Ja. Also dann stellt sich da Lothar hin, betet und man sieht dann kurz so eine silbrig glitzernde Kuppel, wo so Schneeflocken tanzen. Mhm. Ein Frischschrittdurchmesser werden dann hoffentlich ein paar Verteidiger mit Spießen oder Speeren dann da um ihn herum versuchen zu pieken. In dem Moment schlägt auch wieder ein Blitz durch die Nacht und erhellt das ganze Kampfgeschehen ein bisschen mehr. Und das erste Mal durch diesen kurzen Blitzstoß seht ihr an der ersten Barrikade, die ihr hier aufgegeben habt, ein paar elfische, gerüstete Gestalten, wie sie da drüber klettern. Sie kommen. Allerdings kann man jetzt mit Witz, wo der Blitz halt kurz alles erhellt hat, auch sehen, dass es halt eine Flut von Leibern ist, die da zwischen der ersten und der zweiten Barrikade ist.
Ina, ist das Krabbenvieh? Es kommt mit, ja. Kommt näher. Okay, ich warte, bis es näher kommt. Während ich so hinter den Palisaden Deckung suche und immer wieder so über die Schulter runterlinse, so wie nah ist es denn, wenn ich den Brandsatz vor mir zwischen meinen Beinen habe und noch nicht. Und mein Hund ist unten an der Palisade und rennt so von A nach B und winselt so ein bisschen vor sich hin, weil er auch hoch will, aber nicht kann. Die ersten Bogenschützen, die Lothe ja eben kommandiert hatte, also der Rest davon, sind auch, haben sich jetzt auf die Barrikaden hoch begeben und fangen an, auf das Wink zu schießen. Teilweise auch auf die Zombies, obwohl Lothe gesagt hat, er soll das nicht machen, aber... Die Jagd ist es, was uns antreibt. Die Jagd ist uns, was uns glauben lässt. Die Jagd ist es, was uns ausmacht. An die Jagd glauben wir. Das Böse in all seinen Formen, das jagen wir. Ja, man sieht, dass dieser 4-Meter-Radius sich auch über die Palisade erstreckt wahrscheinlich, ne? Oder genau. Ja, und dass die Zombies da zurückweichen vom Tor. Genau. Bedeutet natürlich, dass die an den Seiten dann, wo der Schutzwall nicht hinkommt, sich natürlich alle da massieren, aber da haben die vielleicht mit dem Pieken ein bisschen Chancen. Ja, die Leute fangen auch an. Und allerdings hält der leider nicht lange. Aber gut, den kann ich beliebig oft wiederholen, aber es ist eine. So, EK, mach mal, wenn du werfen willst, mach mal eine Wurfwaffen. Okay. Jawollo! Wollte gerade sagen, patzen wäre schlecht in dem Moment. Ja, das wäre ganz schlecht gewesen. Ja, Ikayo wirft dieses Brandgeschoss über die Barrikade hinweg und traut sich im ersten Augenblick wahrscheinlich gar nicht hinzugucken, ob du irgendwie getroffen hast. Du hörst nur die Explosion und alle irgendwie, die oben auf der Barrikade stehen, vielleicht Ilva auch, die irgendwie auch mit Stoch hat mit ihrer Axt oder so, kriegt die Detonation mit. Und ja, das Krabbending wird zerrissen in mehrere Teile. Yes! Ja, ich werde das Ganze begleiten mit einem Ranky, ich hab was zum Spielen für dich! Und dann werfe ich das über die Mauer und hoffe, dass der Himmelswolf, der die Sonne über den Himmel rollt, das Ding dann auch ordentlich einlocht. Und wenn es dann explodiert und ich höre, wie die Leute rufen, dann stoße ich ein Wolfsgeheul aus Richtung Mond. Vielleicht liegt ja noch irgendwo so ein Brandsatz rum. Los geht's! Aber heute wird zurückgeschossen. Ja. Puh. Zählt der auch nur als einer? Das sind zwei, eine Riesenkrabbe und ein Elf. Ich bin für zwei. Ja. Ja, Goswin, was läuft da bei dir noch? Du hast hier gerade zurückgehalten etwas. Ja, ich stocher da auch mit. Also... Mit dem Stab oder mit dem Speer? Oder? Nee, mit dem Speer natürlich. Gibt es da eigentlich Wurfspeere, die wir da irgendwie hingelegt haben oder so? Boah, bestimmt. Okay, also, ja, jetzt sind wir gerade mit Stochern beschäftigt. Ja. Also einige, vielleicht macht ihr alle mal die Stochern einfach mal einen Attackewurf, mal gucken, wie gut das euch gelingt, da die Zombie-Horden in Schach zu halten. Wenn du mich lässt, stocher ich mit. Ja, du hast ja geworfen. Ja, genau, dann setze ich noch diese Runde aus. Das war der Goswin, der trifft schon mal ziemlich gut. Mach mal Schaden mit 1W6. Ich denke mal mit einem Speer 1W6 plus 4 macht ein Speer, ne? Oder plus 3. 5, ja. Also der Standardspeer halt. Genau, macht 1W6 plus 4. Ah, doch 4, okay, cool. Dann cool, 6. Cool. Ilva mit ihrer Axt. Trifft. Ja, Attacke gelingt, ja. Aber mache ich dann auch den ganz normalen Schadenswurf? Mit der Axt, ja. Okay, weil es ja irgendwie schon ein bisschen andere Haltung ist, ne? Ob ich dann jetzt irgendwie... Ja, mach ich. Wenn du das sagst, mache ich das. Ja. Dann mache ich nämlich deutlich mehr Schaden mit, als mit dem Ding. Wir haben eine Ilva und wir werden sie benutzen.
Oh ja. Ju, 19. Ja, Ilva ist Teil der Barrikade, ist sowas von zombie-leer. Ja, ich sense da mit meiner Axt durch so immer im Wechsel. So immer wieder. Und nutze den Schwung aus, mit dem ich den das hochgerissen habe, um das wieder nach unten gleiten zu lassen, um das wieder schön durchzuziehen, bis wieder nach oben. So ein bisschen wie, hier, wie heißt denn das noch? Wikinger-Schiffschaukel. Mhm. Wie der Bauer im Kornfeld, immer schön aus der Hüfte. Und Lothina. Jawohl. Also ich, was keiner tut, aber wenn man mich sehen würde, würde man auch sehen, wie ich wahrscheinlich relativ gekonnt da rumsteche und zwischendurch immer mal wieder so aufkämpfenden Magensaft runterkämpfen muss. Es ist nämlich echt scheiße. Ja. Lothina noch? Ja, ich überlege gerade, ob Lothina sich am Stochern beteiligt oder ob du einfach nur das Gebet weiter aufrechterhältst, ne? Oder mit Segen sie schmeißt. Stimmt, du hattest ja auch das Gebet gesprochen gerade. Das können wir eigentlich so lassen. Ja, also, sobald es aufhören würde zu wirken, neu. Aufhören würde zu wirken, neu. Mhm. Das ist ja. Ja. Weil das hält halt nur 4 Kampfrunden. Das ist halt nicht so lange. Ja. Ikayo, du stehst am weitesten oben auf diesem kleinen improvisierten Turm zwischen all den Leichen, die da in sich zusammengesackt sind. Und ja, siehst aber jetzt auch so 2 Harpien, die sich irgendwie mit so Brandsätzen in eure Richtung bewegen. Ich hasse die Dinger. Kann ich eine abschießen, sodass die vor dem Ding explodiert? Mhm. Okay, dann brüll ich zu irgendwem, der neben mir steht, der auch einen Bogen in der Hand hat. Ey, ich nehme die linke! Und dann probiere ich das mal, die linke runterzuholen. Oh, gucken wir mal. Ja. Also da steht noch einer neben dir, der greift sich jetzt auf so einen Bogen, weil oben waren ja Bogenschützen. Ja, ich treffe. Ich lege einen Stein in meine Schleuder und dann wird die mal vom Himmel geholt. Ich guck mal, ob ich auch Schaden mache. Was mache ich eigentlich Schaden? Moment. Achso, okay. 1d6. Moment. Ich mache 8 Schaden, Maximalschaden. Ich treffe die sowas von. Und der Brandsatz. Ja. Hoffentlich in den Reihen der Feinde. Mal schauen. Ja. Yes! Ich weiß nicht, wie viele das waren, aber das waren sehr viele. Aber die andere kommt vorbei. Scheiße! Lothina! Mach Sehe ich das? Sie fliegt relativ hoch und lässt dann diesen Brandsatzding genau über dem Turm mit Ikayo fallen. Ganz doofe Frage. Das waren Tonkrüge, oder? So komische Kugeln. Was genau das ist, habt ihr nicht gesehen. Also Ikayo könnte dir das sagen, weil die hat es angezündet. Wäre es rein technisch möglich, wenn ich jetzt einen Speer werfe und das Geschoss jetzt schon zum Explodieren bringe, dass der Schaden nicht so groß ist? Also Schaden würde sie da oben auf jeden Fall kriegen wahrscheinlich dann, ja. Aber würde nicht so groß werden, als wenn er da unten direkt mal explodiert, ja. Es sei denn, ich fange es, bevor es kaputt geht. Ja. Bist du bekloppt, Springer? Ich hab's ja noch nicht mal bemerkt. Ikayo, weg da! Ikayo ist ja gerade noch irgendwie damit beschäftigt, irgendwie mit ihrer Schleuder. Ja, klar, weil er brüllt halt einfach. Ich bin gerade dabei zu zielen. Und dann wirft Lothina einen Speer. Ja. Zum Glück habe ich Wurfspeere geskillt. Ja. Weiß jemand, wie viel Reichweite so ein Wurfspeer hat? Kann ich dir sagen. Ich scrolle. 40 Schritt. 40 Schritt, oder das wird. Aber er ist schneller. Ja. Betet, dass ich treffe. So nicht mit einer 19. aber den würde ich chippen. Jetzt kommt die 20. Genau. Bam. Die 12 trifft. Okay, also du wirfst auf die Harpie und nicht auf das Geschoss.
Genau, ich will das. Moment. Also Harpy fliegt, lässt das Ding fallen. Zwei ja. Ziele. Ja, was? Also Harpy oder Geschoss? Ich habe das jetzt so verstanden, dass er schon fällt. Ja, ja, es fällt. Also Harpy abwerfen oder Geschoss. Jetzt bin ich verwirrt. Also, Kaio, zwei Harpyen fliegen mit Geschossen. Kaio macht eins platt, das explodiert zwischen den Leuten. Andere kommt durch, lässt das Ding fallen. In dem Moment schmeißt du den Speer. Also entweder wirfst du auf das Geschoss, um das abzulenken, oder auf die Harpy, um die Harpy zu töten. Das Geschoss, um das okay. abzulenken, damit nicht so viel Schaden kommt. So. Das ist dann natürlich extrem klein, das Ding, ne? Ich weiß nicht. Ja. Ich muss meinen Spielleiter. Bewegendes Ziel und mini-kleines Ziel. Minus 4. Schafziege, ne, ist kleiner als eine Ziege. Kröte, ja, minus, das ist größer als eine Kröte. Ich mache mal minus 6 wegen der Größe. Weit weg, nochmal minus 2. Und Ziel bewegt sich schnell, nochmal minus 2, also minus 10. Niemals. Niemals, aber ja, dann ist jetzt auch. Dann nimm die Harpie. Nimm die Harpie. Er hat ja gerade schon gesagt, was er macht. Ja, deswegen. Das macht ja keinen Sinn dann. So, dann fliegt der Speer an dem Ding vorbei. Und ich habe mal gewürfelt, weil es sind ja noch mehr Leute da außer euch, ne? Die Geier ist Speer vorbei. Ja. Ich werde vom Speer getroffen und sterbe, bevor ich verbrenne. Nee, das wäre ein Patzer gewesen. Ja, Goswin und Ilva können noch kurz was machen, bevor wir beschreiben, was mit dem Brandsalz passiert. Kriegen wir das denn mit, bevor, also wenn da so rumgekeift wird? Also Ikaio macht das jetzt nicht gerade leise. Dadurch, dass Lot hier gerufen hat, mach mal Sinnesschärfe erleichtert um 2. Und da du ja eher auf Ikaio achtest, deswegen 2. Kein Thema. Ja, kriegst du mit. Krieg ich mit. Dann mach ich noch mal und mach nochmal Sinnesschärfe. Oh oh. War diesmal normal? Ja, wahrscheinlich so mit 2 Qualitätsstufen. Da ist noch was im Himmel, also entweder noch eine dritte Harpie oder irgendwas, was da oben rumfliegt, was Größeres. Jetzt, also, Moment. Eine Harpie, die Ikaio abgeworfen hat. Mhm. Eine Harpie, die den Brandsatz gerade fallen lässt. Genau. Und noch etwas Drittes. Ja. Und das ich aber nicht genau. Ja, das kommt gerade so in dein Sichtfeld rein, so von der Seite. Wenn jetzt der untote Eisdrache kommt. Dann sind wir alle in Game of Thrones. Dann gehen wir alle. Dann ist der Norden verloren. Das passiert ja eher alles gleichzeitig. Das heißt, so Goswin sieht, wie Lot dem Brüll den Speer wirft, der das Ding um Haaresbreite verfehlt. Also die Chimäre haben sie ja schon mal nicht. Also diese Riesenchimäre, ne? Das wäre das Äquivalent zum Eisdrachen gewesen. Die habt ihr ja gekascht. Weggewildjagtet. Ja. Ja, also der Spieler will natürlich jetzt Ikaio schützen. Ich halte es aber für sehr unrealistisch, dass er in diesem Moment die Übersicht besitzt, das hinzukriegen. Deswegen, kannst du ja mal Kriegskunst würfeln. Vielleicht gelingt es dir. Viel Spaß. Doppel-1 wäre jetzt zu empfehlen. Das wäre so, ich finde, das ist so eine klassische Kriegskunstsache. Übersicht behalten. Ja. Ich habe das geschafft. Ja. Ja, dann behält Goswin die Übersicht. Angespornt dadurch, dass er auf Ikaio aufpassen will, weil er genau weiß, dass da nicht nur ihr Leben auf dem Spiel steht. Ich kontrolliere das nochmal. Ich kann das gar nicht glauben. Kriegskunst! Also Mut, Klugheit, Intuition. Ja, ich hab's echt geschafft.
Okay. Dann werde ich mir auch einen Wurfspeer von der Seite schnappen und dasselbe versuchen wie Lothir. Mit minus 10? Minus 10? Hallo? Stimmt, ich habe Übersicht, ne? Nee, Thomas, schaffst du? Dann gucke ich mal an, was da ankommt. Ein Zaufler 4 hätte ich vorher getroffen. Das wäre so dieses. Nee, ich habe. Goswin greift nach dem, Speer, denkst, das schaffe ich nicht. Nee. Und Ilva, was macht Ilva? Außer hacken, weil da sind gerade da sind noch Zombies, aber wenig. Du kannst natürlich jetzt alle wegmachen, die dann noch so sind. Axt auf Fass werfen. Ja, also Leute, ich bin da gerade voll in meinem Zombie-Slasher-Mode und ich glaube kaum, dass ich jetzt irgendwie das andere um mich rum wahrnehmen will, weil ich mich voll darauf konzentriere, dass ich Zombies zerhacken muss und zwar auch im Dienste Borons. Ich weiß zwar noch nicht, was der sonst alle so von mir wollen kann, aber dass ich die platt mache, kann schon mal gut sein, glaube ich, und deswegen hacke ich mich durch Zombies. Mhm. So viele, wie ich kriegen kann, alle kaputt. Ja. Und das klappt auch. Na, mach Schaden. Das sind 10 Schaden plus 8. Eben hast also, du mit 2 genau. 6 Schaden gemacht. Das ist richtig, ich habe mich vertan. Ah, okay. Da sagst du was. Wird ein bisschen dann besser. Sind 12. Ja, aber nicht so richtig, ne? Ja, du hast ja recht. 2 W6 okay. plus 8, ja, 12 sind es dann, ne? Ja. Ich würde gerne meinen Handel noch mal korrigieren. Ich schmeiß den Speer tatsächlich. Ich würde mir das nicht verzeihen, wenn ich nicht versuchen würde, Ikaio zu beschützen. Okay. Und nie war eine 1 angebrachter. Da ist eine 1 drin, aber es sind 2. Doppelt hält besser? Chip oder nicht? Nein. Doch. Oh Gott. Das ist der Chip, den du brauchst, um zu überleben. Entweder ich mach das hier richtig oder gar nicht. Also. Wüsste Lothi, dieses kleine Detail wäre auch sofort Feierabend. Was er jetzt wirklich weiß. Na dann. Also, mit einem Stoßgebet auf den Lippen. Spule ich die Uhr zurück? Nee. Oh! Und da ist er! Ist immer noch eine 1 dabei. Da ist ja, er, mein Patron. Also ich glaube, ausgerechnet die 13 ist jetzt sehr unpassend. Aber dann hat es jetzt wohl auch so sollen sein. Verwacht über mich! Ich kriege alles mit vollen Händen. Ja, okay. Fang das Feuerfässchen, fang das Feuerfässchen. Rein hypothetisch. Was müsste ich denn da würfeln, wenn ich das jetzt fangen will? Oder erlaubst du mir überhaupt eine Reaktion, bevor das jetzt gleich aufschlägt? Weil ich habe ja theoretisch geschleudert, während das Ding auf mich runterfällt. Mach du auch mal eine Sinnesschärfenprobe. Oh, erschwert Gott. 3, weil das gerade ziemlich fies situationig ist. Puh. Schwert 3. Ja. Dann hab ich immer noch. Was hat man mit 7 über? Irgendwie sehe ich deine Würfel gar nicht. Das ist irgendwie ganz komisch hier. Hab ich immer noch 3 Qualitätsstufen. Ich habe gewürfelt 15, 13. Warum sehe ich die nicht? Ich weiß es nicht. Es sind die gelben. Es sind gar keine Würfel da. Okay. Vielleicht nochmal neu zu verbinden. Ich sehe die auch im Chat nicht. Also von daher. Werden bei mir auch nicht angezeigt. Okay. Und auch bei mir nicht. Jetzt muss ich nochmal würfeln. Soll ich nochmal würfeln? Mhm. Ah, jetzt sind sie da. Okay, die 19, da komme ich aber gegen an. Das heißt, ich habe 2 Qualitätsstufen. Okay. Dann erkennst du auch, dass da noch irgendwie neben der Harpie, die gerade das Ding runtergeschmeißt, noch was am Himmel ist, was in deine Richtung fliegt. Sehr schnell. Von der Seite.
Was ist unter der Barrikade? Unter der Barrikade, wo du gerade draufstehst? Also das ist ja, auf unserer Seite, nicht auf der Zombie-Seite. Boden. Okay, wie hoch ist das Ding? Ja, das ist so, also du machst, ist so eine kleine Art improvisierter Turm, das ist der Rest von dem Haus, wo du gerade draufstehst. Fuck. Ja, fuck it. Ich pack den Bogenschützen, der neben mir gerade gefailt hat, am Kragen und stürz mich mit ihm vom Gebäude. Mhm. Oh oh, ja. Und ich nehme den Fallschaden. Irgendwo Regeln für Fallschaden oder so, aber naja, ich mach mal einfach mal ein W6 plus 2 oder so. Ich denke, das ist für so ein Haus. Ich fall vom Haus-Ding ganz gut. Pauschal war früher pro Stockwerk 1 W6. Ja, okay, komm, 1 W6. Bin ja nicht so. Der bleibt sehr lustig liegen, aber es ist tatsächlich eine 3. Okay. Ja. Dann hoffen wir, dass wir weit genug unter dem Feuer liegen, dass wir nicht mehr viel davon abbekommen. In dem Moment schießt dieses andere Flugding über die Barrikade von der Seite über euch alle hinweg und rammt dieses Geschoss in der Luft. So dass es halt abgelenkt wird. Und zieht dann mit einem Affenzahn nach oben Richtung Harpie. What? Ein Greif? Entschuldigung, haben wir einen Drachen? Nein. Das wäre voll geil. Ich hoffe, wir haben einen Drachen. Oder zwei. Zwei wären sogar noch besser. Wir haben eine Eisblüte. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht zufällig ein Schwan. Also der Brandsatz brennt dann halt irgendwie auf einen Teil der Barrikade geht der nieder, aber nicht da, wo er, nicht auf dem Turm, wo er eben noch standet. Ja, und wenn er jetzt nach oben schaut, irgendwie rammt dieses Ding, also gut, das ist eine Aktion jetzt, das könnte erstmal was machen. Ekaio ist runtergesprungen, Goswin, Blotir und Ilver können noch was machen. Ja, Zombies slashen. Ich bin völlig im Wahn. Ich bin so im Scheuklappenmodus und. Springst du von der Barrikade nach vorne runter? Nee, das nicht. Weil also das müsstest du machen, weil momentan sind da gar keine mehr bei was, dir. Was ist, ist keiner mehr da? Ja, du hast alle weggeschnetzelt. Also jetzt gerade da. Also die andere Seite, die andere Seite! Ja, die andere Seite wäre gut. Ja, dann laufe ich zur anderen Seite rüber. Ey, bis die wieder hier sind, komme ich wieder. Ich gehe da mal darüber. Okay. Da ist noch was zu tun. Und dann renne ich dahin. Kann ich noch attackieren oder muss ich laufen, die Ach Aktion ja, dann? Mal. Yay! Slash. Yes! Das ist wahrscheinlich irgendwie gerade so, wo die so über die Brüstung drüber klettern und so die Verteidiger so an den Speeren schon irgendwie gepackt haben und so und teilweise mit runtergezogen haben und Lilver läuft dann. Na! Womöglich guckt Goslin gerade ein bisschen verzweifelt auf die Zombies. Und ach, schade. Zu Recht, denn die Zombies werden einmal so im Vorbeirennen mit der Axt ziemlich heftig irgendwie gehauen. Mhm. Also ich so immer wieder, weil die steckt ja dann fest. Ich kann die ja nicht einmal so schön glatt durchziehen. Ich glaube, dazu sind die zu vergammelt. Also jetzt mal. Aber ne, immer wieder. Ja, mach Schaden. Ja, habe ich, 15. Sehe ich auch nicht, tut mir leid. Wieder siehst du nicht. Wird wieder nichts angezeigt aktuell. Gut. Ja, soll ich jetzt nochmal oder was? Mhm. 15 war doch gerade gut, jetzt ist es. Jetzt ist es mehr. Ist 17, nehme ich. Nehme ich. Ja, dann passt das ganz gut, was du beschrieben hast, ja. Ja, und ich schrei halt auch dabei, ne? Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange die Stimme das noch durchhält, aber Ilva schreit Flüche und geh zu Boron! Los! Das! Nimm das! Ah! Ja. So. Ich mach 2 Schritte zurück und weiß gerade nicht, wer mir mehr Angst macht.
bin okay, nur froh, also, dass die Frau auf meiner Seite ist. Also Goswin beobachtet eher Ilva und nicht das, was da am Himmel abgeht. Ich habe jetzt gerade echt genug damit zu tun, ein bisschen Angst vor Ilva zu haben, ja. Okay, was macht Lothir? Nach oben gucken. So. Nach oben. Der hat ja mit die besten Augen. Ja. Du siehst oben die Harpie, wie sie sich jetzt irgendwie runterstürzt auf dieses andere Flugding. Und wenn du da genau hinsiehst, ist das eine alte Frau auf einem Besen. Oh nein. Ja! 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 Mit was prügelt die denn auf die Harpie ein? Momentan gar nicht. Die fliegt ja gerade erst noch nach oben mit einem Affenzahn und wird die wahrscheinlich rammen. Also zumindest sieht es danach aus. Eigentlich kann ich das nicht so durchgehen lassen. Das ist meiner! Also, ich würde zumindest versuchen, einen Pfeil auf die Harpie zu schießen, bevor Honor Nara in die reinknallt. Mhm. Also, Lothir guckt, kriegt große Augen. Ach du Scheiße. Knie zurücknehmen, Pfeil auflegen, Harpie, nicht nur Nara, zack. Mhm. So, gucken wir nochmal, jetzt diesmal bevor du würfelst, dann. Ja. So. Bewegt sich leicht nichts. Ist mittel, auch nichts. Das Ziel ist weit weg, minus 2. Jo. Denk mal, wenn du noch wegen deiner Nara im Weg kriegst, hier nochmal minus 2, dann nochmal minus 4 raus. Okay. Ja. Minus 4, Moment. Ich sehe einen Chip fliegen. Ja, der fliegt. Noch habt ihr welche. Ich habe die 20 ganz kurz gesehen. Die 14 trifft. Aber genau, die trifft haargenau. Ja. Mach mal einen Ausweich für die Harpie. Ich hasse gegen Wind bewegendes. Die Harpie. Eisharpie. Schaffst du nicht. Triffst. Ja, mach ich mir mal Schaden. Na, komm. So. Elf. Okay. Der Pfeil schlägt in die Harpe ein, die einen schrillen, hohen Schrei von sich gibt und dann so ein bisschen zur Seite trudelt. Vielleicht hilft das doch auf jeden Fall bei auch, was sie jetzt eigentlich vorhat. So. Naja, Luftkampf halt, ne? Ja, aber Moment. So. Mit dem Dolch. Mit Wucht. Und Lothir merkt, dass er langsam alt wird. Früher hätte der Fall besser getroffen. Ach ja, das Alter. Okay. Ja, Ikayo liegt am Boden. Irgendwie hat sich wahrscheinlich irgendwie, vom Haus stürzen noch relativ wenig getan damit. Aber der neben dir hat es ein bisschen schlimmer getroffen. Der liegt da und hat so einen abgewinkelten Arm und schreit gerade irgendwie ganz böse. Ich halte ihm den Mund zu und schüttel ihn so ein bisschen, bis er mich anguckt. Du musst hier weg. Und du solltest gottverdammt nochmal leise sein. Und das Lazarett. Und zwar so schnell du kannst. Hast du mich verstanden? Gut. Dann helfe ich ihm auf die Beine. Schubst ihn mal aus dem Haus raus. Sehe mich ein bisschen wild um draußen auf der Straße. Wer von meinem Hund angegangen. Was passiert? Was war das? Du siehst halt irgendwie,
dass ein Teil der Barrikade brennt und ja, der aber da oben, wo du eben standest, es nicht brennt. Ja, ich brauche eine Runde, um mich zu orientieren. Ich muss jetzt erstmal herausfinden, wo ich als nächstes hin muss, um was zu tun. Aber ich stehe gerade im Eingang des Hauses, halte mir so ein bisschen die Seite. Okay, wir leben noch. Wir leben noch, alles gut. Ich krieg das hin, ich werde es nicht versauen. Ich hab's versprochen. Ja. Okay. Ja, Goswin, du guckst immer noch Richtung Ilva? Nee, also das war im Prinzip jetzt nur so ein Moment so, weil die Frau da gerade echt abgeht. Ja. Und mein nächster Blick geht natürlich hinter die Barrikade und da werde ich wahrscheinlich Ikayu sehen, wie sie ihren Nachbarn schüttelt. Mhm. Was gibt's denn jetzt noch hier oben zu tun? Naja, wenn Ilva die Zombies gerade zerlegt. Also, wenn du da bei Ilva stehst, also Ilva scheint das ganz gut im Griff zu haben gerade. Ja, auf der anderen Seite der Barrikade gibt's vielleicht noch irgendwie was. Das, da, wo der Brandsatz eingeschlagen ist. Da siehst du gerade noch irgendwie drei Personen irgendwie kämpfen. Da scheinen die Zombies auch teilweise und andere Gestalten irgendwie über die Barrikade gekommen zu sein, schon so halb. Okay. Dann würde ich wohl versuchen, möglichst günstig dort rüber zu balancieren, zu laufen, wie auch immer, je nachdem, wie dick die Barrikade ist. Mhm. Und hab da ja mein Bernsteinspeer und den würde ich natürlich auch so vorne vorhalten und dann so schnell wie möglich da auch wieder irgendeinen Zombie aufspießen und runterstoßen. Mhm. Und versuch natürlich möglichst einen festen Stand. Mach mal eine Ausweichenprobe. Weil just in diesem Augenblick kommt ein Pfeilhagel über die Barrikade nieder. Ah, das schaffe ich aber. Ziehst den Kopf ein und ja, siehst du irgendwie vor dir noch irgendwie zwei Leute irgendwie zusammenbrechen, die da bei dir standen, die von den Pfeilen getroffen wurden, von der Barrikade runterfallen. Ilva stand da ja auch in der Gegend, kannst auch nochmal ausweichen. Ah, easy. Ja, und Lothir sieht dann von hinten wieder so ein Pfeilhagel auf Goswins und Ilvas Seite irgendwie einprasselt. Und auf der anderen Seite siehst du halt wieder der ja, dieser Teil der Barrikade brennt und wieder noch irgendwie drei Leute irgendwie oben auf der Barrikade kämpfen und versuchen so eins von diesen Spinnenchimären irgendwie abzuwehren. Mach mal eine Sinnesschärfenprobe. Oh Gott. Jetzt passieren wieder 25 Sachen gleichzeitig. Ich hasse es. Das ist eine Schlacht. Ich hasse es. was ist denn der dritte? Was ist der erste Wert bei Sinnesschärfe? Moment. Klug. Ja, toll. Da habe ich noch eine QS. Eine QS. Ja, das reicht darüber, dass du erkennst, dass das wohl zwei Frauen und ein Mann sind, die da sind. Und eine erkennst du ziemlich, weil es ein spiegelndes Schild trägt und eine helle Bade führt. Das heißt, einer davon ist ein Sonnenlegionär. Okay, ich bin unterwegs. So. Wird mir dann im Vorbeigehen noch, wenn es geht, vielleicht einen Wurfspeer schnappen oder überhaupt einen Speer, falls noch einer jetzt da liegt? Ja. Ich guck mal, warte. Mhm. Ja, liegt noch genau einer. Perfekt. Den nehme ich mit und würde ein Stückchen näher rangehen und dann auf das Vieh werfen. Mhm. Das bewegt sich jetzt nicht, das heißt, ich dürfte keinen Abzüge haben auf den Wurf. Oder? Ja. Oder ist es wegen Nahkampf? Das könnte welche natürlich Reichweite sein. Hat denn das? Also Nahkampf würde ich wieder minus 2 nehmen. Eben. Okay, ja. Ich denke, ja, kommt minus 2. Okay. Und damit treffe ich. Sehe es wieder nicht. Also bei mir sehe ich es. Ja, das ist das altbekannte Problem.
Wenn der Wurf beim zweiten Mal schief geht, werde ich ärgerlich. Irgendwas stimmt da mit Roll 20 heute nicht. Siehst du den? Nein. Der hätte auch getroffen, der zweite. Bist du aber auch jetzt erst gerade wieder reingejoint bei mir. Ist eben weg. Irgendwie ist da gerade irgendwas kaputt. No! Aber bei mir ist eine Aktualisierung hier. Ich habe auch gerade nochmal gerejoint. Das letzte, was ich sehe, ist 17-4-4 von Rerion. Soll ich damit nicht die Attacke würfeln? Ich kann auch noch ein drittes Mal würfeln. Probier's nochmal. Pass auf. Ah, jetzt kommt was, guck mal. 6, trifft, würde ich sagen. Es wird immer besser. Ja. Der trieft. Wie weit ist das Vieh entfernt jetzt? Ich habe jetzt hier die mittlere Reichweite angenommen. Okay, alles klar. Weil du hast ja keine Abzüge gekriegt dafür. Richtig, dann mache ich mal Schaden. Mera sagt, sie glaubt euch, was ihr würfelt. Dankeschön. Neun. Weil ein Wurfspeer macht 2W plus 2. Durch die Wucht. Oh, es hat Ausweichen. Na ja, gut, dann. Vielleicht. Ha, ausgewichen. Jetzt hat es auch noch 48 Paraden. So. Nein. Oh, ich habe, glaube ich, mal falsch. Also gut. Hat es rein theoretisch. Es werden halt immer. Wenn es ein Scherenvieh ist, dann könntest du auch 4 Arme haben. Ne? Das ist stimmt auch wieder. Scheiße. Ich hasse Chimären. Steht hier nicht dabei, dass es mehrere Paraden. Nee, aber Paraden ist in DSA 5 eh egal. Es gibt keine Paraden. Ja, mit Abzüge und so, ne? Naja. Ich hasse Chimären. Ja, der Speer fliegt und zerschmettert den irgendwo in der Schere oder so. Böse Erinnerungen an Captain Conchu. Wer kommen wieder hoch? Wer? Ich glaube, da warst du noch nicht dabei, weil wir Phileasson-Saga, oder? Doch, doch. Da warst du. Ach doch, okay. Ich habe ja das Duell mitgemacht. Ach ja, okay. Gut. Aha. Ja, gut. Lothia hat da agiert. Ikayu hatte da den Typen weggeschickt. Goswin hat Speerattacken gemacht. Und Ilva hat aber noch nichts gemacht. Außer sich geduckt, als Pfeile kamen. Ja, also wenn ich wieder hoch kann, also wenn die Pfeile aufgehört haben zu fliegen, dann attackiere ich munter weiter. Also ich habe ja eine Aufgabe hier, ne? Mhm. Also da kennen wir ja gar nichts, da machen wir einfach direkt da weiter. Gerade eins von diesen Scherenviechern hochgekrabbelt. Ja, das kriegt ja jetzt erstmal richtig aufs Maul, ne? Werden wir sehen. Hoffe ich. Ja, hier ich nicht. Versuch's zumindest. Attacke genug. Die fangen jetzt mal langsam an, sich zu verteidigen hier. Ja. Die Axt prallt gegen die chitinbewehrte Schere und wird abgelenkt. Arschloch. Es macht ein lautes Klirre. Und du hörst irgendeinen elfischen Fluch, der dir entgegengesprochen wird. Fluchcontest? Das verlierst du, mein Lieber. Arschnaskrimpatuluk. Ja,
über euch rammt Nornara gegen die Harpie. Und beide trudeln ein bisschen herunter. Und Ikayu wäre wieder dran, was zu tun. Ja, ich habe ja jetzt mich eine Runde orientiert. Wo könnte ich denn helfen? Wie gesagt, auf der einen Seite hat Ilva eigentlich alles relativ mit Goswin zusammen im Glück. Goswin scheint gerade auf dem Weg zu dir zu sein, zu dem Teil deiner Barrikade. Mhm. Wo es halt brennt und eins dieser Spinnendinger gegen drei Leute kämpft auf der Brüstung, wo Lothar gerade den Speer daneben, also nicht daneben, aber das Vieh ist ihm ausgewichen. Mhm. Und da sind halt auch noch andere Zombies und so gerade. Also der Teil der Barrikade ist kurz vorm Fallen. Du kannst ja auch mal eine Sinnesschärfenprobe machen, um dann die Leute auf der Brüstung irgendwie mal zu gucken, wer das ist. Ja, ich guck mal, ob ich was sehe. So, hoffentlich sieht man die Würfel. Hoffentlich. Nö. Ich probiere es nochmal. Ist heute wieder extrem komisch mit 420. Mhm. Sieht man die? Nee. Sag mal, was hast du gewürfelt? Ist okay. Ich habe 2-2-1 gewürfelt. Ich kann dir auch einen Screenshot machen. Nee, ist okay. Was wäre es jetzt? Ich kann auch meinen Bildschirm freigeben über Skype. Das ist jetzt vielleicht die neue Methode hier. Nee, Screenshot, zack. Screenshot, zack. Screenshot, zack. Ja, okay. Wenn du mir den durchgehen lässt, habe ich 4 Qualitätsstufen. 4 Qualitätsstufen. Ich kann auch nochmal würfeln. Ja, dann erkennst du alle, die da oben stehen. Also einer ist ein, das hat der Lothar ja auch schon erkannt, ein Sonnenlegionär. Und außerdem steht da oben noch Quenya. Was mache ich? Na, kämpfen, so sieht es zumindest aus. Schwingt ein Sonnenzepter über dem Kopf. Und die dritte Person ist Nirala. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich da jetzt hoch Lothiers muss, um zu helfen? Liebchen. Das erklärt auch, warum die Barrikade noch hält. Mhm. Wegen Nirala. Ja, gut. nicht wegen Quenya oder dem Sonnenlegionär, nein. Dann werden ich und mein Hund da jetzt hochgehen und diese Spinne den Hintern versohlen. Mhm. Habe ich gerade beschlossen. Komm, Liska! Na, gucken wir mal, ob ich treffe. Mit meinem Speer treffe ich auf die 15. Puh. Gegen das Spinnenvieh? Genau, gegen das Spinnenvieh. Das ist mein Speer. Das Spinnenvieh hier das. Okay, dann gucken wir mal, ob mein Hund durchkommt. Auch mein Hund trifft mit einer 3. Er ist unter dem Speer. Die Parade minus 4 kriegt. Ne? Jetzt wird's komplizierter, ja. Moment. Nee, der Hund trifft. Ja, ich steche mit dem Speer danach, es blockiert meinen Speer und in dem Moment schießt Liska unten drunter durch und verbeißt sich in diesem Vieh. Gucken wir mal, was Liska bracht. Chitin knacken. Ja, hoffentlich. Macht 6 Schaden, während sie sich am Gelenk des Beins verbeißt und daran herumreißt. Vielleicht gerät er aus dem Gleichgewicht irgendwann. Wir müssen ihr auch genug auf die Finger hauen, damit sie runterfällt. Hm. Okay. Ja. Nirala und erstmal Nirala. Dann. Mit dem guten Breitschwert ihres Vaters. Ja. Ich glaube, ich beschreibe es gleich einfach nur. Das ist mir zum blöd zum Würfeln hier. Ja, ja. Aber, ja, trifft auch. Was macht so ein Breitschwert auch? Weißt du auswendig? 2W plus 4, bei ihr 2W plus 5. Denke ich auch, ja. Ja. Oh, guck mal, 11 Schaden. Gute Nirala. Genau. Sag ich doch, die Barrikade hält wegen Nirala. So, ja, und dem verbissenen Hund. Der Hund leistet verbissenen Widerstand, genau, richtig. Und Nirala, das Ding weicht ein bisschen zurück.
So, Goswin auf der anderen Seite. Immer noch. Läuft ja gerade an. Also ich sehe das so, dass ich gerade mit meiner Duck-Aktion aufgehalten worden bin, mich auf die jeweils andere Barrikadenseite zu stehen. Ja, das schaffst du jetzt diese Runde auf jeden Fall. Ja, ich überlege, ob ich das dann nicht tatsächlich abbreche, wenn sowohl Lothir als auch Ikayu da jetzt auch Aktionen starten. Dann bleibe ich hier lieber nochmal bei Ilva, halt das aus, dass die gerade voll verrückt ist und würde dann wieder rumdrehen. Ja, und wenn du dich herumdrehst, mach mal eine Probe auf deine Willenskraft. Erschreckst du nämlich zuerst, weil da steht ein Chakraga hinter dir. Ich glaube, mein Verteidigungsreflex ist was ist denn mein Verteidigungsreflex? Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Speer nach vorne. Ja, ich glaube, ja. Kreischen wie ein kleines Mädchen. Ich glaube, mein Verteidigungsreflex ist oh, zack. Beides. Es geht beides. Ah! Also, es ist nicht Eisblüte, ja? Nein. Das mit dem Teamkill hatten wir hier schon mal. Das muss nicht nochmal sein. Das habe ich befürchtet. Jetzt kommen die Schweinepriester an. Jetzt kommen die Gegner. So, du hast wahrscheinlich gewürfelt und ich sehe es wieder nicht. Was hast du gewürfelt? Ah, er hat noch nicht gewürfelt, okay. 16. Ist ein Treffer. Ist ein Treffer. Das ist richtig. Er hat einen Säbel in der Hand und versucht damit den Speer wegzuschlagen. Pariert. Boah, krass. Okay, dass der mir hier so den Speer wegschlägt. Das ist ein Schwertkampf. Jetzt habe ich Angst. Moment, oh, stopp. Nein, falsch. Bin in der Zeile verrutscht. Du triffst, Entschuldigung. Haha! Also er versucht, den Speer wegzuschlagen, aber... Genau. Heroisch steche ich ihm... An der Wange vorbei. Peak. Nur so Squeak. Trefferpunkte. Wie viel? 5 Trefferpunkte. Das ist aber auch ein Bernsteinspeer. Ich weiß nicht, was die machen. Okay. Ja, du merkst einen unnatürlichen Widerstand durch die Rüstung des Chakraga. Du hattest bei dem vollen Wuchtstoß, den du da gemacht hast, nicht erwartet, dass das Ding fast komplett der Speer nicht mal durch die Rüstung dringt. Es ist halt immer noch Endurium. Ja, es ist eine schwarze Endurium-Rüstung. Es ist immer noch Endurium. Hat der einen Helm auf? Also ist der in Vollplatte? Ja. Oder? Ja. In Vollplatte. Genau. Und Ilva kämpft immer noch gegen Mr. Krabs. Also Scherenfechter. Ja, wir sollten ihn nicht verniedlichen. Er ist eigentlich ziemlich böse, ne? Ich attackiere ihn nochmal und hoffe, dass ich das diesmal irgendwie hinkriege. Ja. Wie sieht deine Attacke denn aus? Meine Attacke sieht aus, dass ich wütend und fluchend die Axt hochreiße, nachdem sie ja an seinem Panzer abgeglitten ist. Und nochmal schreiend etwas mehr Wucht in den Schlag reinlege
und nochmal so richtig fett durchziehe und denke, du Arsch, du kriegst jetzt hier aber von mir. Glaub mal nicht, dass ich dich hier über die Barrikade lasse. So, und wirklich kracht meine Axt auf ihn nieder. Ja, mach Schaden. Genauso wird es passieren. 19. Wins. Und er so, pöck. Es kitzelt. Ich bin recht, nicht die Schlimme. Rüstungsschutz 12. Fopp. Ja, so ungefähr. Ja. Okay. Ilva regelt, genau, richtig. So, Lothia hatten wir schon, ne? Oder hatten wir Lothia noch nicht? Nee, Lothia hatten wir noch nicht, ne? Nee, Kajo, Goswin, Ilva. Ja, ich kriege ja gerade nicht mit, was da hinten bei Goswin läuft. Ich bin ja noch auf das Vieh fixiert. Außerdem muss ich ja jetzt. Also, da ich aber weiß, wie gefährlich diese Scheißdinger im Nahkampf sind, werde ich erstmal auf ihn schießen. Es geht in die Knie, legt an, schießt. Versuche mit dem Pfeil möglichst also Oberkörper oder Hals zu treffen, also da, wo theoretisch weniger Panzer ist. Wie gesagt, das ja, macht ja, hier keine, das ist, keine... Aber für die Beschreibung. Ne? Für die Beschreibung ist das okay. So, Schere, Axt, Papier kann die Krabbe nur verlieren. Treffe. So, in den Nahkampf rein, wieder minus 2, triffst trotzdem. Yep. So, jetzt hat er schon, der hat schon zweimal pariert, ne? Wird nicht mehr viel überbleiben von seinem Ausweichenwurf. Nö. Mach Schaden. Okay. Ach, doof. So, da ist es. 10. Weil Kernschussreichweite. Ich verwende halt noch die normalen Pfeile, weil die 5 Bernsteinpfeile, die ich habe, die spare ich mir für Chakraga auf, wenn die denn kommen. Okay. Ja, ich sehe es nicht. So, das Spinnenvieh attackiert jetzt mal zurück. So, auf Nirala. Mal gucken. Das ist nicht pariert bei meinen Werten, die ich mir hier für Donner notiert habe. Knapp, aber nein. Wird eingesponnen, die junge Frau. Igitt. Mhm. So, auf der anderen Seite Goswin hat es mit einem Chakragar zu tun. Der zieht das Schwert hoch und wuchtet seinen Schlag auf Goswin hinunter. Von oben nach unten. Versucht dich zu spalten. Trifft dich. Aber nicht. Haha, also man sieht im ersten Moment wahrscheinlich bei Goswin so ein... Das Schwert geht irgendwie neben dir in den Holz der Barrikade und zerteilt es Holz in zwei Stücke.
Zum Holzhacken hätte er nicht herkommen müssen. Ja. Kommen wir zu Ilva. Hier. Der Krabbi lebt aber noch, ne? Krabbi lebt noch. Ohne, Krabbi lebt noch. Ohne Probleme noch. Krabbi hat, oh, noch nicht mal, Krabbi hat noch nicht mal Schmerz und trifft dich. Was? Scheiße, nicht pariert. Chip. Das ja, das, ja, Chip, komm. Das soll einfach nicht sein. Das soll nicht sein. Ich habe wieder eine 19 gewürfelt, ja. Das, ich krieg aufs Maul jetzt. Das konnte nicht ewig so gut laufen. Ja, ich krieg jetzt übel aufs Maul. Ich habe ein bisschen Angst, aber jetzt muss ich wohl stark. 14 Trefferpunkte. Ja, ouch. 3, 2, 1, Blutrausch. Ja, warte mal kurz, ne? Eine Rüstung kann ich jetzt nochmal kurz abziehen, ja? Ja, das macht jetzt nicht so krass viel, leider. aber immerhin. Übrigens stimmt gar nicht, dass er keinen Schmerz hat. Er hat Schmerz, aber trotzdem gut. Ja, ist ja okay. Die waren zäh, die Krabbenviecher. Auf. Ja. Moment, ich muss gerade mal kurz gucken. Das sind dann. Tüdüdü. Denk dran, dass du schon verletzt warst. Aha. Mhm. Also ich hätte dann jetzt nach diesem Schlag. Soll ich das sagen? Nee, ich spiele das aus, ne? Erklär's. Diese große Krabbenschere. Schließt mich. Sich um Ilva. Ja, und tut mir richtig übel weh. Also richtig übel. Mein Arm ist da irgendwie reingekommen und es tut halt einfach sau weh. Und ich versuche mich da irgendwie noch so rauszuziehen, aber also wenn man jetzt guckt, und ich will gar nicht so genau gucken, weil nicht wahrhaben wollen macht, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist. Ah, aber es blutet und der Arm tut weh und es ist echt übel und ich kann kaum noch richtig die Axt greifen. Aber ich klammer mich da dran fest und halt sie. Aber ich werde nicht mehr häufig zuschlagen können, weil das einfach sau weh tut und der mich übel getroffen hat. Ganz schlimm. Nicht lustig. Es macht mich aber böse jetzt. Es macht mich sehr, sehr böse. Vor allen Dingen, wenn die anderen das sehen, hat das Ding jetzt die Schere um Ilva geschlossen und hebt jetzt den Zweihandhammer hoch. Und hält sie ja mit der Schere fest und beim nächsten könnte das ganz übel enden für Ilva. Ja. Aber das, also Ilva schreit erstmal ganz laut. Also jeder, der gerade irgendwie nicht akut bedroht ist, wird das irgendwie mitkriegen, weil das so ein Schrei ist, der erstmal von so ein Gemisch ist, erstmal Erschrecken, Schmerz und dann Wut irgendwie so in eins übergeht. Und ich hatte auch irgendwo noch mal so ein Bild von dem Ding. Moment. Da würde ich mal sagen, ist das nennt man wohl einen mehrfachen Trümmerbruch. Das ist wahrscheinlich so, ja. Das war mal ein Unterarm. Jetzt ist es nur noch Brei. Jetzt, ja. Und ich weiß halt auch nicht, ob jetzt. Ja. Das ist das Vieh gegen das Ilva da gerade kämpft. Ich blende gerade deinen Gegner ein. Okay. Ich sehe es noch nicht. Ja, kommt gleich im Stream. Hoffentlich zumindest. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, neue Runde, Ikaju. Ich möchte bitte einen Aufmerksamkeitswurf machen, um mitzubekommen, dass meine Freunde da hinten echt in Schwierigkeiten stecken. Eben wollten sie dir noch helfen, jetzt geht's andersrum. Oh!
Kayo kriegt alles mit. Alles. Oh, meine Welt verlangsamt sich. Alles läuft wie in Zeitlupe ab. Ich kann die einzelnen Schnee- und Aschefleckchen an mir vorbeischweben sehen, während ich wie eine Drohne quasi, jetzt hätte ich plötzlich 360-Grad-Blickwinkel. Und sie bekommt die Ohren eines Wolfs, die Kraft des Bären. Ja, die Ohren eines Wolfs vielleicht. Wer weiß das schon. Die Geschwindigkeit des Pumas. Auf jeden Fall sehe ich ja, dass Mr. Krabs gerade Ilva ordentlich zusetzt und dass Goswin so ein Chakragar im Rücken hat. Sind Goswin und der Chakragar zwischen? Ja, zwischen dazwischen. Mir und Ilva? Ja. Okay. Kann ich mich an den Chakragar anschleichen und ihm von hinten so meinen Schwert unter die Rüstung schieben? Oder in den Nacken? Dann kannst du versuchen, ja. Okay, ich möchte mich an den Chakragar anschleichen. Was habe ich denn? Schleichen. Bin ich da eigentlich gut drin? Das Verbergen, ne? Das müssten jetzt die beiden Patreons, die deinen Charakterbogen schon kennen, die wüssten das, glaube ich. Verbergen. Achso, Verbergen. Ja, okay. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Gucken wir mal. Warte. Auf Geschick. Okay, das wären 5. 6. Ja, ich hätte eine Qualitätsstufe, um mich an den anzuschleichen. Mhm. In der Hoffnung, dass er mich nicht bemerkt. Und dann möchte ich ihm von hinten meinen Speer in den Hals stecken. Mhm. Okay. Muss man ganz kurz gucken, was das in der 5. Edition machte, was er hier kann. Ich möchte den chippen. Ja, mach mal. Ich muss ja gerade sowieso noch was. Ah ja, ich ziehe mir einen Chip ab. Moment. Nein, tu es nicht. Doch. Ich darf machen, was ich will mit meinen Chips. Hast du mir gerade gezeigt. Nein, ich habe dir gezeigt, dass ich mit meinen Chips machen darf, was ich will. Ja, ich treffe mit meinem Speer von hinten durch den Hals. Wenn ich darf. Ja, da ist halt ein Helm dazwischen, aber... Ja, aber der hat ja eine Kante zwischen Helm und Dingskirchen. Und Platte. Immer mit der Ruhe. So. Wenn man es mal braucht. Guck mal, man findet verbessert, aber man findet die Grunddingens nicht. Super toll, Ulysses. Prima. Erleidet ein Held den Status überrascht, kann er sich verteidigen. Guck mal. Sowas kann der. Ich denke, das trifft jetzt. Nicht verteidigen. Nicht verteidigen. Naja, die sind ja von Natur aus misstrauisch, weil die sich ehrlich gegenseitig abstechen. Also es ist. Eine 10. Eine 10 ist nicht pariert. Mach Schaden. Ja. In your neck. Krieg ich was extra? Nö. Weil. Okay, schade. Und für die, die sich wundern. Das ist der Bernsteinspeer, by the way, weil ich habe meinen anderen ja nicht mehr. Also 8 Schaden von hinten durch den Hals. Mhm. Keine Trefferzone bei Quali. Egal. Ich mach das für das rollenspielerische Erzählen. Ich hab das für die Zuschauer gesagt, falls sich einer wundert. Wissen wir es doch inzwischen auch schon. Hoffe ich. Ja. Ich bin recht. Ja. Goswin ist gerade weg. Das heißt, wir machen mal kurz bei Ilva weiter. Das ist eigentlich schwerer, weil der jetzt von 2 Himmelslichtern vorne und hinten eingekreist ist? Entschuldigung. Ich bin jetzt in einer Schere oder in 2 Scheren? In einer. In einer. Dann versuche ich mich, soweit es irgendwie geht, aus dieser Schere zu befreien. Mit dem Arm, den ich noch bewegen kann, irgendwie mich da irgendwie
ja, weiß ich nicht, hacken oder irgendwie pressen, zu schlängeln. Ich weiß nicht, wie dicht das Ding ist, wenn er das zumacht, ob ich da irgendwie rauskomme. Also, weiß ich nicht, Kraftakt oder so. Ja, mach mal. Das ist ja dann quasi ein Aufstemmen. Oh. Ja, irgendwie ja, so ja. Stelle ich Kraftakt mir das gerade vor, aber ja. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Schere auseinanderbiegen. Warte. Jo, das könnte klappen, auch mit den Einbußen. Schauen wir mal. Zeigt es wirklich an? Nein, es klappt. Was ist? Roll nochmal. Das hätte ich auch so nicht geschafft. Also dann ist das jetzt. Ah, jetzt kommt was. Konntest du jetzt sehen? Jetzt habe ich es auch geschafft. 14, yay! 4. Ja. Ja, cool. Was zählt? Was auf, also eingeblendet ist, zählt. Ja, geil. Yes. Okay, kann dann habe ich den Kraftakt. Ja, das stimmt. Aber wer sagt denn, dass unser Spielleiter dabei bleiben muss, was er jetzt gesagt hat? Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? So. Ja, in diesem Fall habe ich tatsächlich den Kraftakt geschafft. Also versuche ich mich da wirklich irgendwie rauszu. Mhm. Drücken, pressen, irgendwie hebeln mit der Axt, irgendwie, also ich bastel da rum, irgendwie auch wütend, aber gleichzeitig irgendwie verzweifelt, weil ich den Hammer schon auch sehe und versuche da irgendwie rauszukommen. Und während ich da so mich rauspröke, werde ich immer, immer wütender und das, ja, wird, also ich bin auch gerade, wenn ich da dann raus bin, nicht mehr so, dass ich jetzt irgendwie noch großartig nachdenke, was ich da jetzt tue, sondern ich schmeiß mich, kann ich noch? Also ich schmeiß mich dann wirklich auch sofort mit meiner Axt, egal wie weh das tut, ich bin jetzt so scheiß wütend auf den und ich würde auch sofort wieder attackieren. Und zwar mit allem, was ich irgendwie gerade noch irgendwie an Kraft in mir drin habe. Und dann schmeiße ich mich mit der Axt gegen den Typen. Mhm. Do it. Und die Attacke gelingt. Guck mal, jetzt kommt meine auch nicht. Ah, doch, 24. Doch. Was, 24? Oh, ich hab einen W29 geschossen. Ja, kann man mal machen, ne? Da kommt er. Ja, du triffst. So, mein lieber Freund, jetzt. 16. Mhm. Koswin, du warst eben nicht da, jetzt bist du dran. Okay. Hat Ikayo mit dem Speer irgendwie den erstochen? Das nicht getötet. Nicht getötet. Nein. Aber hart zugesetzt? Ja. Ich habe maximal Schaden gemacht, also 8 von hinten. Na gut. Ich werde Folgendes machen. Ich werde in einer sehr, sehr verkürzten und verschnellten Variante einen Handgelenkszauber raushauen. Mit einer Hand auch nur. Deswegen wird er auch ordentlich erschwert. Ja. Und zwar meine Spezialität, könnte man ja schon fast sagen. ich rufe Paralysis und ganz schnell ja, rotze ich den quasi so dahin. Genau. Und hoffe, dass es hinhaut. Passt aber gut. Und habe 3. Ja, tatsächlich 3 Qualitätsstufen. Es sei denn, der hat noch eine höhere Zähigkeit, die wird dann auch noch abgezogen. Nö.
Okay, dann, dann habe ich 3 Qualitätsstufen. Das heißt, er erhält jetzt den Zustand paralysiert 3. Also alles ist um 3 erschwert, alles. Okay, also kann noch was, ne? Ja, aber alles halt um 3 erschwert. Mhm. Also Lothir ist ja vorher noch dran. Ja, das ist jetzt irgendwie etwas blöd. Nirala eingesponnen. Und Ilva versucht, Surimi herzustellen, aber nur mit einem Arm quasi. Wie schwer sieht denn das Vieh angeschlagen aus? Von ihr? Von wem? Von Ilva. Es hat schon so ein paar blutende Wunden, ja. Nee. Und das Spinnenvieh? Wird das stärker Ähnlich. Angeschlagen? Ähnlich. Na toll. Du musst dich entscheiden. 2 Felder sind drin. Ich meine, aufgrund dessen, wir haben ja noch den On-Legionär und Quenya. Mhm. Also gehe ich davon erstmal für einen Moment von mehr Safety aus als auf der Seite. Mhm. Also würde ich jetzt dann schnell herumwirbeln und einen Pfeil auf Krabbenheidi absetzen. Wo ist er? Däh. Würde treffen. Halt wieder für die Symbolik den Oberkörper anvisierend. Da, wo kein Panzer ist. Theoretisch. Ja, ich mach mal, ich versuch mal was. Was soll der Geiz, ne? Würfeln kann man ja mal. Ja, triff's. Das ist schön. Oh Gott. 9. Da habe ich wohl ein bisschen zu voreilig, also zu schnell den Pfeil aufgelegt. Und anstatt so richtig einzuschlagen, schrappt er eher ein bisschen entlang. Tja, das ist dann wohl so. Ja, der Chakragar da bei Goswin versucht mit seiner Paralysiertheit nach Goswin zu schlagen. Oh, er ist so langsam. Ja, definitiv. Har, har. So, und ja, kein Problem. Irgendwie euch da, das bewegt sich äußerst, äußerst langsam. Währenddessen der Scherenwächter bei Ilva etwas schneller agiert und trifft. Moment. Oh nee, er wollte ja mit dem Hammer zuschlagen. Hammer. Doch, trifft immer noch. Tja. Das, Ich werde mal genau gucken, aber ich meine. Ja, dann muss ich wohl parieren, kann ich ja, oder nicht? Ja. Schmerz, ja. Lass mich. Jo, pariert. Glück gehabt. Mit der noch nicht kaputten Hand. Ja. Genau, beschreiben, wie sieht's aus? Genau, ich tatsächlich auch mit letzter Kraft versuche ich irgendwie noch das dazwischen zu halten, was irgendwie geht. Ich sehe, dass die Axt kommt. Ich versuche irgendwie die dass der Hammer kommt. Ich versuche den irgendwie mit meiner Axt abzulenken. Ich weiß, dass ich dem nicht standhalte, wenn ich jetzt versuche, einfach gegenzuhalten. Und ich weiß auch nicht, ob meine Axt dem standhält. Aber dass der zumindest irgendwie so abgelenkt wird, dass der mich nicht trifft damit, sondern irgendwo neben mir zu Boden geht. Mhm. Und gleich,
gleichzeitig, ich weiß, ja, das geht jetzt so alles einzeln ineinander über, ne? Bin ich halt einfach durch diese Wut und durch dieses Entsetzen darüber, jetzt Schmerzen zu haben, irgendwie in so einen Status gekommen, dass ich irgendwie innerlich koche und ich merke irgendwie, wie meine Haut anders wird und ich kann das irgendwie gar nicht, das habe ich schon mal vorher gehabt, aber das kann ich nicht steuern, aber es kommt jetzt und es ist auch ganz gut, dass das jetzt kommt, weil das macht mich widerstandsfähiger, das kenne ich schon, dann halte ich irgendwie mehr aus, aber es ist irgendwie, als würde meine Haut viel, viel, viel härter werden und auf einmal so, da kriege ich auch noch mal ein bisschen mehr Kraft, weil ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwie die, was sich vorher ein bisschen wie Pudding anfühlte von dem Entsetzen, irgendwie wird langsam doch wieder härter und ich leite das ab. Ja. Und habe einen Basaltleib jetzt. Gut. Ja, der Spinnenwächter. Gegen die eingesponnene Nirala. Mandibelattacke trifft. Schlägt mit Wucht seine Mandibeln in die eingesponnenen Nirala. Es hört so ein leichtes Flatschen. Und die Kaio ist dran. Der steht ja immer noch, der Saftsack. Mhm. Aber er steht sehr viel langsamer. Das ist okay, ich werde ihn nochmal angreifen. Apropos angreifen, einmal kurz ausweichen wegen der Pfeilhagel. Alle? Mhm. Okay, ausgewichen. Glaube ich. Hoffe ich. Bei einer 10? Bei 10. Hast du einen guten Ausweichenwert, ja. Nein, 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 bin ich ausgewichen. War nur optimistisch. Empfange mich, Pfeil. Kennst du dieses Meme, wo so ein Typ auf so einem Bus... 4 für Ikayu, 8 für Ikayu. Okay. Was hast du denn, der Kleine? Das... Okay. 8 für Goswin. Was macht denn nochmal? Autschzeit. Schmerz. 7 für Ilva. Sechs für Lothier. Dann kommt ja mein grandioser Rüstungsschutz runter. Yay. Ilva hat jetzt ja auch grandiosen Rüstungsschutz, hoffe ich. Das war ironisch bei mir zumindest. So. Jetzt darfst du den Mr. Ich bewege mich kaum noch. Angreifen, EKU oder jemand anders. Nee, ich will den jetzt töten. Also. Ja, ich will den jetzt töten. Können wir aufgrund der unglaublichen Langsamkeit dieses Chakraga vor uns jetzt vielleicht so Lücken in der Rüstung ausnutzen oder die Platten übereinander gehen? Oder? Ah, vielleicht braucht ihr das gar nicht. Okay. Jedenfalls verteidigt er sich schon mal nicht. Okay. Das wären 6. Mhm. Ich mach so unglaublich viel Schaden mit meinem Speer. Speer macht aber W6 plus 4, ne? Steht bei mir hier. Oh! Oh. Also nochmal einen mehr. Nein, meiner macht sogar plus 5. Oha. Das heißt, ich habe mich die ganze Zeit unter Wert verkauft. Gehe ich dem jetzt mal ein paar noch mal ordentlich ab, ja. Ups, okay, ich mache 9 Schaden. Goswin? Ja, ich steche einfach mit dem Speer zu und
treffe ihn. Ja, ich lasse jetzt mal die Parade, das weil es ist, gerade. Ich will nicht, muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja? Ja, ja. Mach mal. Ja. Okay, also ich habe ja gerade so diesen Handgelenkszauber gemacht und schnapp mir direkt danach meinen Speer und Richtung Hals und treffe. Mach Schaden. Okay. 10. Der bricht zusammen. Lothier. Aha. Von vorne und hinten durchbohrt. Lothier geht jetzt in den Rage-Modus, sozusagen. Nicht die wilde Jagd. Willkommen im schon. Club. Rage-Modus. Das klappt nur einmal im Leben. Hört diesen Schrei oder also diesen unterdrückten Schrei, weil er ist ja eingesponnen. Mhm. Kopf wirbelt herum, sieht, dass er so Blut aus dieser eingesponnenen Masse läuft. Lässt den Bogen fallen und rennt mit seinem geweihten Spieß auf das Vieh zu. Mhm. Tu das. Ah! Treffe. Mach Schaden. Da. 10. Mhm. Das Vieh bricht zusammen. Flatsch! Neben dir wird fällt gerade der Sonnenlegionär von der Brüstung. Ups. Bewegt sich nicht mehr. Und Ilva ist dran. Ja, ich bin gerade wie im Rausch auch tatsächlich. Also ich sehe nur noch diesen Krabbenmann und irgendwie wie Scheuklappen um mich rum und ich will den platt machen. Der muss weg. Mhm. Und alles andere ist mir gerade scheißegal und ich attackiere. Ja. Mit schmerzverzerrtem Gesicht ziehe ich die Axt hoch. Und es ist mir, es tut scheiß weh, aber es ist mir egal, ach, der muss tot. Mach Schaden. Der muss tot. Elf. Kacke. Why? Damit hat er eine weitere Schmerz. Jo. Okay. Ja. Goswin und Ikayu können jetzt über die Brüstung ja nach unten ein bisschen über das Schlachtfeld schauen, während Lothier und Ilva ja im Kampf irgendwie gebunden sind. Ihr seht tatsächlich jetzt auch den Dämon, wie der das Schlachtfeld überragend mit seinen Klauen ausholt und etliche Verteidiger damit niederstreckt. Aber ihr seht auch einige Sonnenlegionäre, die sich ihm gegenübergestellt haben und vor allen Dingen den Wiegbald von Baliho, wie er mit seinem Rondrakam ihm gegenübersteht und auf ihn einschlägt. Aber links sieht es momentan aus, als ob nur noch zwei der Sonnenlegionäre da sind und Wiegbald. Das scheinen die einzigen zu sein, die dem Dämon wirklich irgendwie zusetzen können. Die anderen, naja. Da sieht's nicht so toll aus. Ist allerdings sehr weit von euch weg. So, und tatsächlich noch ein noch zwei weitere Chakragar, die sich irgendwie hinter Ilva an der Brüstung, an der Seite vorbei über die Brüstung rüber geschluckt haben und so gerade mit ihrem Bogen sich so umgucken. Also einer hat einen Bogen, einer hat
so einen Hammer in der Hand. Yay! Toll! Und bei Lothier kann man sehen, dass da ja, ein weitere Chimäre irgendwie Richtung gegen Quenya kämpft. Und zwar eine von denen mit diesen vielen Tentakelarmen. Und Quenya Mühe hat, die vielen Attacken abzuwehren, die gleichzeitig immer auf sie einprasseln. Ebenso könnt ihr Yetis gegen Yetis kämpfen sehen auf dem Schlachtfeld. Wobei das da für eure Yetis, glaube ich, sehr gut aussieht, sobald ihr die auseinanderhalten könnt. Aber ihr könnt Mroms Himmelslicht zumindest erkennen. Ja. Ansonsten ist da sehr viel durcheinander. Aber die Verteidiger schlagen sich trotz hoher Verluste bis jetzt noch relativ, also im Fall, wenn man bedenkt, was da eigentlich anstürmt, noch ganz gut. Mein Gott, verdammtes Wunder. Die Chakagra müssen da weg. Konzentration, Ikayu, Konzentration. Welchen nimmst du? Hammer oder Schwert? Hammer oder Bogen? Fulminictus! Und voll auf den Typen mit dem Bogen. Und das gelingt, es sei denn, er hat eine so hohe Zähigkeit, dass das, das glaube ich nicht. Nee. So. Zähigkeit mit oben was. Zähigkeit 0. Ja, das ist ja, da kann ich mit leben, okay. So, nochmal ganz kurz gucken, was der kann. Ikayu, mach du mal in der Zwischenzeit. Dann gehen Liska und ich auf den mit dem Hammer. Ich stoße einen schrillen Pfiff aus, der am Ende so ein bisschen erst runter und dann hoch geht. Das ist der Angriffsbefehl und deute mit meinem Speer auf den mit dem Hammer. Mhm. Und mein Hund schießt los. Und mein Hund trifft nicht. Oh. Dann komme ich. Katza, einmal bestätigen, bitte. Oh, Kacke. Wann ist der bestätigt? Wenn du jetzt parierst, wäre der nur nicht normal getroffen. Wenn du jetzt, was heißt, du hast ja attackiert. So. Wenn du jetzt die Attacke schaffst, dann hast du nur nicht getroffen. Ich habe ihn um einen nicht geschafft. Ich treffe auf die 15 mit meinem Speer. Hast du 1W6 plus 2 Eigenschaden. Yay. Darf ich mir den noch selber auswürfeln? Oh, natürlich. 1W6 plus 2 hast du gesagt? Mhm. Okay. Das sind 6. Was passiert denn da gerade, was die so auen? Ich muss dafür an Irrer vorbei, ne? Und an dem Krabbenvieh. Ja. Dann werde ich wahrscheinlich versuchen, mich irgendwie an Ilva vorbeizuschlängeln, ohne von der Barrikade runterzufallen. Komme schlecht mit dem Fuß auf, gelange ins Stolpern, stolper mit der Seite in die angespitzten Flöcke. Verletze mich selbst an der Barrikade. Blute jetzt aus der Seite, aus dem Arm oder aus dem Rücken, irgendwie so, womit ich halt reingefallen bin. Mhm. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mich so zu drehen, dass ich mich nicht mit dem Bauch aufspieße, aus Gründen. Mhm. Und hänge jetzt so ein bisschen in der Barrikade und ja, komm dann wieder hoch. Yay. Die Barrikade funktioniert bei den eigenen Leuten. Total gut. Shit. Aber auch nur bei denen, haha. Muss mal gerade was nachgucken. Ich würfel in der Zwischenzeit mal den Schaden für den
für den. Und die Kayo sieht ziemlich angeschlagen aus. Möchte ich da mit ein wenig Schande irgendwas Wichtiges getroffen zu haben. Also du willst der im Nahkampf an ihrer mit dem Seite. Mit dem Kriegshammer? Oh je. Mhm. Und der Pelz an ihrer Seite färbt sich sehr schnell mit Blut. Fuck. Also der Chakragar mit dem Bogen kriegt 12 Schadenspunkte. Also Rüstung durchdringend. Ja, zuckt so zusammen. Ja. Muss man. Ja, ich hätte das doch irgendwo. Warte mal. Nicht Vampire. DSA. Dass ich das jetzt gerade gleich schön beschreiben kann. Aber Ilva kann ja schon mal überlegen, was sie macht und schon mal beschreiben. Ja, Ilva hat gar keine andere Wahl, als immer weiter zu attackieren und diesen Kerl irgendwie zur Strecke zu bringen. Also das heißt, sie reißt wieder die Axt hoch und jedes Mal, also der Schmerz im Arm ist echt übel und sie beißt die Zähne zusammen und so richtig ganz gezielt wird die Attacke, kann die nicht mehr. Also jetzt in irgendeiner Form noch vernünftig beeinflussen, wo ich überhaupt hinhaue, ist gar nicht mehr drin, aber drauf auf jeden Fall. Und der Typ ist ja Gott sei Dank groß genug. Filigranarbeiten geht gerade nicht mehr, aber in blinder Wut immer weiter drauf, Attacke. Mhm. Und das gelingt. Ole, ole, meine guten Werte. Trotz Schmerz. Trotz Schmerz. Ja, kann man mal sehen, was Ilva für ein Kampfmonster ist. Nur verteidigen kann sie sich nicht so richtig. Verteidigen kann sie sich nicht, aber... Ja, mach Schaden. 13. Man merkt auch an den Würfelwürfen, dass die Attacken nicht mehr so ganz kraftvoll sind wie am Anfang. Macht nicht mehr so viel Schaden. Noch steht da. Ja. Gute. So, Lothier. Ja, jetzt stehe ich ja quasi vor die Rala. Und das Spielfeld war ja platt, hattest du gesagt, ne? Ja. Speer rausziehen und Quenya beistehen. Also wirbeln und dann Speer hat ja Reichweite zum Glück. Ja. Und dann gezielten Stich versuchen, irgendwo so zwischen die wirbelnden Tentakel zu landen, was ziemlich eklig ist. Ja. Ah, 2. Befehl von der Götterkraft. Das hat sich schon mal verteidigt, deswegen. Abzüge. Schafft seine Parade nicht. Weil es sich schon mal verteidigt hat. Das ist gar nicht mal so schlecht. Da. Dann 8. Ja, ich weiß, ich ziehe Aufmerksamkeit, aber irgendwas muss ja sein. Ja. Gut. Dann du musst verteidigen, was du liebst. Dann sind die Gegner jetzt dran. Der Hammertyp. Aha, der Hammertyp. Jetzt hoffen wir, dass Ikayo das mitkriegt, ausweichen kann oder sonst irgendwas. Weil der attackiert nämlich Ikayo, weil die jetzt sich in den Nahkampf getraut mit den Kerlen. Und der trifft. Dann versuche ich mal auszuweichen. Möchte shippen. Nein. Nein, zweimal genau dasselbe. Okay. Okay. Hit me. Ja. Okay. Der erste Heldentod heute. Helden sterben.
Ist das ein einhändiger oder ein zweihändiger? Ein Zweihandhammer. Ja, natürlich, warum frage ich auch? Sakrager Kriegshammer. Hätte er auch auf den mit dem Bogen gehen können. Ja, daneben steht der mit dem Hammer. Neun. Neun. Das ist für nichts, sondern... Dann weiß ich nicht. Rüstungsschutz zählt, falls du einen hast. Ich habe dicke Kleidung. Ja, dito. Das ist immerhin einer. Ja. Ja. Der wird mich voll in die Brust treffen. Man hört wahrscheinlich das Knacken und den Schrei, Aufschrei, der einfach abbricht, als die komplette Luft aus meinen Lungen einfach entweicht und ich nach hinten taumel und hinfalle, weil den stemme ich nicht. Das kannst du sowas von knicken. Gut, dass der Magier und direkt neben dir steht. Blut. Ja, der Bogentyp wechselt die Waffe, weil er jetzt im Nahkampf ist. Obwohl, nee, Moment, der kann sich auch anders. Genau, der guckt Goswin, der hat ihm auch gerade verzaubert, der Goswin. Goswin, was ist denn deine Zähigkeit? Ah nee, Moment. Seelenkraft, Entschuldigung, nicht Zähigkeit. Seelenkraft, okay, das ist was anderes. Zähigkeit wäre 0, Seelenkraft ist 3. Jeden Attributswurf um 3 erschwert. Mhm. Ja. Nee, schafft er nicht. Schafft nicht, seinen Zauber zu wirken. Er schaut dich an und schreit: Ekra Zerzaya! Aber es passiert nichts. Also die Silbe Zerz habe ich verstanden. Ich kann echt gut Istira. Ja, so, dann Mr. Krabs gegen Ilva. Schwer verwundet. Ach, da ist er nicht alleine mit. Ich habe schon die 1 gesehen gerade. So. Nicht attackiert? Nein, er schlägt daneben. Zertrümmert irgend so ein Fass, was neben dir steht oder so, wo Pfeile vorher mal drin waren. Ich verhöhne ihn und fluch ihn an. So. Jetzt hat Lothir ein Problem, weil das Vieh, was er da angegriffen hat, hat jetzt seine Aufmerksamkeit. Und es hat 3 Attacken. Eine davon vielleicht sogar glücklich. Ja. Ja. 2 Treffer, eine davon glücklich. Okay, wie war das? Sollte man mehrfach Verteidigungsaktionen machen? Ja. Die zweite ist dann um 2 erschwert, ne? Oder um 4? Das ist dann natürlich auch die glückliche, ne? Das zählt ja nach der Reihenfolge, ja, ne? Das ist dann das, wo ich ausweichen muss. Und dann kann ich das selber entscheiden. Beim Nahkampfangriff wird dein Verteidigungswurf halbiert. Ja. Muss ich jetzt entscheiden, ob ich erst ausweiche und dann pariere, oder? Mach, wie du möchtest. Wie du es am besten kannst. Ja, dann würde ich halt erst ausweichen und dann parieren, dass die Chance größer als es irgendwie klappt. Langsam wird es unangenehm. Ja. Also das sind Tentakel, schlagen ja, auf mich ein, ne? Tentakel. Okay. Also Lothir zieht den Oberkörper zurück, um den ersten Tentakel auszuweichen. Was gelingt? Dann kommt der zweite, mit dem man nicht mehr gerechnet hat, und versucht quasi den Sprung zur Seite. Und kritisch trifft. Okay.
Heißt, die Trefferpunkte sind verdoppelt. Ja. Er ist halt nicht mehr so gelenkig, wie er mal war. Tentakel. Plus 3. Das sind 12 Trefferpunkte. Ja. Also Lothian wollte zur Seite springen. Schafft es nicht, rutscht quasi schon halb aus und dann saust der Tentakel runter und es gibt ein widerliches Knack, als er schön in die Rippen knallt und zwei, drei Rippen bricht. Mit voller Wucht. 12, sagst du, ne? Mhm. Lothir schreit auf. Habe ich eine Stufe Schmerz. Mhm. Minus 1 war das dann auf alles, ne? Ja. Ja. So, Ikayo kann nichts mehr machen. Liegt blutend und oder? Der Hund kann noch was machen. Ich kann theoretisch noch was machen. Also, ja. Ich habe noch geschlagene 8 Lebenspunkte. Ah, nur doch noch, okay. Ja. Mhm. Ich habe nur gesagt, dass der Hammer mich von den Füßen geholt hat. Weil, so ist das halt. Masse und Schwung und Physik und ich möchte bitte fliehen. Mhm. Ich möchte so schnell ich kann, so weit ich kann, von denen weg. Mhm. Lauf. Das heißt, ich werde mich wahrscheinlich von der Barrikade rollen, unten irgendwie aufkommen. Okay, warte mal. Unterrollen einfach so? Ich habe mindestens gebrochene Rippen. Ich blute wie ein Schwein aus der Seite. Nochmal 3 Schadenspunkte. Aber die ist halt 2 Meter. Dann hoch, bin ich auf 5. Man ist halt unten zwischen toten Zombie-Körpern. Einige davon bewegen sich noch so ein bisschen. Ja, was heißt das jetzt, wenn ich. Hier steht jetzt 5 oder niedriger plus 1 Schmerz. Das heißt trotzdem, dass ich noch handlungsfähig bin, richtig? Wie viel Schmerz hast du denn? Insgesamt jetzt? Jetzt habe ich 4 Schmerz. Dann bist du nicht mehr handlungsfähig. Fuck. Okay, ich kannst liege unter einem Chip ausgeben, um einen Schmerz zu ignorieren. Ich glaube, kriechen ging immer noch, aber nur kriechen. Dann gebe ich dir meinen letzten Chip. Dann gebe ich dir meinen letzten Chip und habe jetzt keine mehr. Und möchte bitte weg da. So schnell und so weit ich kann. Und ich werde auch Liska zu mir pfeifen, dass sie da nicht oben bleibt. Ich möchte, dass die mitkommt. Und ich kann wahrscheinlich nur noch so einen Blick hoch auf die Mauer werfen, wo halt Goswin steht. Und er sieht halt einfach nur den Goswin Schmerz. Gegen 2 Elfen. Und die Tränen in den Augen. Aber ich bin halt einfach bleich wie der Schnee. Und mir läuft Blut aus dem Mund. Und mir läuft Blut aus der Seite. Und ich humpel mehr, als dass ich wirklich laufe. Aber ich halt mir halt die Seite und versuche irgendwie wegzukommen. Die Sichtlinie zu brechen. Ich versuche mich zwischen die Häuser zu schlagen oder in die Ruine. Und möglichst außerhalb der Sichtweite von den Schachgara irgendwo zusammenzubrechen, weil ich weiß nicht, wie weit ich es schaffe. Mhm. Theoretisch könntest du dich vielleicht unter ein paar Zombies legen. Schauen wir mal, wie weit du es schaffst, der Gesichtswürfel sagt. Nicht sonderlich weit. Schaffe ich es bis in eine Sichtdeckung? Also bis ins nächste Gebäude oder so? Ja, ein bisschen weit schaffst du es, klar. Ja. Okay, dann stolpert sie durch den Schnee, hinterlässt so eine richtig schöne Blutspur und sobald sie irgendwo hinten an der Wand ist, sie merkt halt, wie ihre Sicht immer weiter sich verengt, wie die Dunkelheit kommt. Und ihr letzter Gedanke ist, ich will nicht allein in der Dunkelheit sein. Und dann kippt sie nach vorne. Und ich möchte, dass dieser Gedanke, weil er sehr emotional und sehr, sehr, sehr ist, über das Himmelslicht an alle anderen geht. Mhm. An alle anderen Himmelslichtträger. Weil das kann ich gerade nicht verhindern. Ich kippe einfach nach vorne mit dem Gesicht im Schnee und wahrscheinlich, kriegt Liska neben mir eine Panikattacke, während ich halt einfach nur noch im Schnee blute und das war's. Okay. Goswin, ich denke, da diese Situation erfordert auf jeden Fall eine Willenskraftprobe, oder? Goswin kriegt das ab. Der wird noch zum Kriegsveteran hier. Noch halte ich durch. Er ist bereits Kriegsveteran. Mhm.
Okay, was mache ich denn jetzt? Also, ich fasse noch mal kurz zusammen, ja? Ilva ist im Kuschelnahkampf mit Mr. Krabs. Mit dem Krabbenmonster. Ikayu hat es so schwer erwischt, dass sie gerade im Sterben liegt, fast. Ich stehe jetzt zwei Chakraga gegenüber. Einer mit Bogen, einer mit zwei Hand Hammer. Auf der anderen Seite ist Lothir, der noch mit Quenya und Nirala mit dem Tentakel fatzen. Also Lothir und Quenya kämpfen gegen das Tentakelvieh. Nirala ist eingesponnen und bewegt sich nicht mehr. Und Ilva kämpft gegen das Krabbenmonster. Ansonsten siehst du gerade hier auf der Palisade auch keine Leute mehr. Ja, es hilft alles nichts. Ich muss irgendwie den Rückzug von Ikayu decken. Das heißt, ich greif noch mal zu dem Handgelenkszauber und sehe zu, dass ich mit einem geschrienen Paralysis auf die beiden Chakraga. Beide verlangsame. Mages, ich sag's euch, Mages. Muss ja nur noch gelingen. Okay. So ein bisschen spezial. Daumen drücken im Chat. Go, 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 go. Das sieht sehr gut aus. Das heißt, ich habe 4 Punkte zu verteilen. Die kriegen jetzt beide 2. Okay. Beide. Das heißt, beide werden langsam und haben alle Proben um 2 erschwert. Also sowohl Attacke, Parade, wie auch Zauber und sowas. Ja. Okay. Gut. Bewegen sich ganz langsam. Ilva. Das Ding endlich weg. Ja, ich weiß, also ich höre vielleicht tatsächlich auch wohl ich muss ja den Schrei hören von Ikayu, ja. Aber trotzdem bin ich gerade nicht in der Lage, darauf zu reagieren, weil alles, also wie so ein Tunnel, der Typ muss weg. Und der kriegt jetzt aufs Maul. Und ich lasse mich nicht unterkriegen von dem Arsch da. Und ich würfel wieder. Und also ich reiße die Axt hoch und versuche gegen den Schmerz mit so viel Wucht, wie es irgendwie geht, auf das Scheißding runterzuziehen. Ja, schaffst du. Zwölf. Warum würfelt der denn? Also, gerade so. Ah. Gerade so. Kannst du. Aber es ist realistisch. Der Arm ja, es ist, Lava. Es ist total realistisch. Der Arm kann nicht mehr so. Es ist einfach so, ja. Ja, die Zweihand-Axt mit einer Hand führend, schlägst du noch mal mit aller Kraft auf den Krabberich ein und unterschätzt deinen Schlag und du kannst ihm den elfischen Körper vom Krabbenkörper schlagen. Yes. Krabbenbeine zucken noch ein bisschen. In dem Moment, wo das passiert, kommt so aus den Untiefen von Ilva irgendwie ganz tief raus, irgendwie so ein Urschrei, der so, also ziemlich weit übers Feld auch hallen wird. Und dann, die gehen kaputt, wir lassen uns von denen nicht einkriegen. Mhm. Weitermachen! Und dreht sich um mit so einem völlig irren Blick, blutverschmiert, und wer jetzt vor die Axt läuft, ist der Nächste. Also, aber so. Ja. Ich hoffe, dass diejenigen sehr, sehr langsam laufen. Ja, das könnte tief sein, ne? Ja, könnte sein. Mein Leben für den Krabbenburger, ja. Ja, okay. Lothir. Autsch. ja, weiße Rippen. Wer braucht schon Rippen? Ne? Das ist niemand. Also Lothir, so weiß die Zähne zusammen. Inzwischen läuft ihm auch so ein Blutstrom aus dem Mund. Beißt die Zähne richtig zusammen. Nimmt den Speer noch mal richtig fest. Setzt einen Fuß zurück und
brüllt einfach nur laut auf wie ein Bär und stürzt sich brachial einfach nach vorne und versucht ihm den Speer ins Herz zu treiben. Mhm. Fast die Eins. Der hat sich schon mal verteidigt gegen Quenya. Das wäre schön gewesen, wenn. Oh, aber pariert aber trotzdem. Das ist schlecht. Moment. Jetzt muss ich echt mal nachgucken, ob es minus 2 oder minus 4 ist, ne, pro Attacke, die man pariert. Es müsste minus 4 sein, weil du kannst es auf minus 2 begrenzen, wenn du Meisterparade hast, die Sonderfertigkeit. Ah, okay, dann wird es nicht verteidigt. Das heißt, Loti trifft. Oder auf minus 3 oder so. Auf jeden Fall weniger als 4. 11. 11 Schaden. Für den Norden! Dann beschreib mal, wie du den tötest, weil Quenya hat eben auch schon Schaden gemacht. Ja, die hat gerade schon ansetzt, also Lothar brüllt auf wie ein Bär, stemmt den Fuß zurück, sie geht noch einen Schritt zurück und rennt dann nochmal quasi so die 2-3 Meter nach vorne. Macht dabei fast noch einen Sprung und stürzt sich mit seinem gesamten Gewicht, was ja nicht wenig ist, auf den Speer, treibt den ins Herz und quasi schon halb durch den Rücken wieder durch, weil er sein ganzes Gewicht da reinlegt. Okay. Für den Norden, genau. Gut, dann ist das Vieh weg und kann nicht mehr attackieren. Beiden paralysierten die stehen ja beide noch vor Goswin, ne? Der eine versucht nochmal zu zaubern. Aber jetzt, das hat er eben ja schon so schlecht hingekriegt. Aber diesmal würfelt er besser. Moment, so, Paralyse 2 plus Seelenkraft 3, das heißt um 5 erschwert es alle. Ne? 10, 4, 8. Muss mal gucken. Schon mal. Nie klappt. Gut. Klappt auch ohne Abzüge. Dann halt er noch 2 QS über. Eine Stufe Schmerz für Goswin, als der Elf wieder Eogra Zerzaria schreit. Ich habe jetzt auch gerade das mit der Parade nochmal nachgeschlagen. Es sind 3, die abgezogen werden pro Kampf, pro Parade. Ja, okay. Und ich nehme den Schmerz hin und schreie laut auf, zusätzlich zu den Tränen, die mir vorhin schon bei dem Zauber gekommen sind, mit dem ich Ikayu schützen wollte. Läuft mir jetzt echt die Suppe aus den Augen. So, der Zweihandhammer-Typ. Oh. 10 minus 2 sind 14, dann trifft er. Alalalala. Das darf ich parieren, ne? Ja. Tu es bitte auch. Mal gucken. Nee, nicht mal gucken, machen. Nope. Einen Chip habe ich noch. Danach keinen mehr. Und pariert! Oh. Oh. Ihr braucht Ilva gegen den Zweihandkämpfer. Oder ich krieg doch graue Haare hier. Also ich, obwohl Ilva ist auch schon angeschlagen. Zusammen unter dem Schmerz und schaffe aber trotzdem noch mich zusammenzureißen, um diesen Hammer irgendwie zur Seite zu schlagen. Ja. So, ich würfel nochmal kurz was. Gut, dann ist Ikayu, kriegst du noch irgendwas mit, wenn du da liegst, oder kriegst du schon gar nichts mehr mit? Kann man eine Selbstbeherrschungsprobe erschwert um 4 machen. Ja, mach mal. Gucken wir mal. Ich muss okay, probieren wir es einfach mal. Schauen wir mal.
Nö. Ich bin weg. Ich blute einfach im Schnee. Dann und, könnt ihr jetzt als Spieler euch jetzt aussuchen, entweder ich würfel das aus oder ihr bestimmt das. Goswin oder Yikayu? Würfeln. Goswin. Ich will das nicht entscheiden. Ich will das nicht entscheiden. Korrekt. Würfel. Okay. Was, wir können auch den Chat entscheiden lassen. Nein. Das entscheidet keiner. Okay, was ist denn wer? Wer ist denn hoch und wer ist niedrig? Was willst du sein? Goswin ist niedrig. Goswin ist niedrig, okay. Also 1 bis 3 ist Goswin, 4 bis 6 ist Ikayo. Okay. Gut. Scheiße. Gut. Goswin ist dran, hat zwei Gegner vor sich. Epischer Kampf, Elf. Ich weiß, dass Ilva jetzt wieder befreit ist von ihrem Monstrum, ne? Verteidigungshaltung. Okay. Ilva. Steht mit irrem Blick da und sieht wahrscheinlich mit dem Rücken zu sich zwei Typen, die den Goswin angreifen, richtig? Also Goswin steht mit dem Rücken zu dir, ja, aber so ist es, ja. Ach, Goswin steht mit dem Rücken zu mir. Machen die Himmelslichter eigentlich irgendwie? Ja, die ganze Zeit. Meint ihr, warum das so einfach ist hier gerade? Ja, so einfach. Ja, dann springe ich Goswin zur Seite und versuche zu attackieren und nach. Also, ich würde erstmal den mit dem Hammer nehmen. Und das klappt. Immer noch mit einer Hand die Axt schwingend. Ja, die andere ist alibimäßig schon noch am Schaft, aber da kommt keine Kraft mehr raus. Oh, scheiße. Wichser. Hier, bestätigen. Ja. Trotzdem, ne? Der hat ja hier Paralyse. Ach, richtig. Erschwernis. Warte. Ja, ist nur ganz normal pariert. Meine Wut staut sich an, aber damit muss ich jetzt dann wohl für diese Runde leben. Ich fluche schlimm vor mich hin. Lieber Chat, denk dran, wer gerade noch den Dämon bekämpft. So. Details. Details, genau. Ja. Gut, dann das war Ilvas Attacke, die leider pariert wurde. Lothir. Kann man die SL-Würfel verfluchen? Hier ist jetzt kein Gegner mehr, ne? Bei dir nicht, ne? Ja. Ich werf dir einen kurzen Blick zu. Die Augen huschen dann von Quenya zu Nirala. Also so ein Fragen-Nicken quasi. Und dann würde Lothir auf einen der beiden Freien, auf den Bogenschützen, denke ich, einen Sturmangriff machen. Also mit dem Speer einfach brüllend auf den Zug rennen. Ja. Auf Aufmerksamkeit kriege ich dann so oder so von dem. Nimm das! Was? Ich treffe mit der 18. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mit Sturmangriff und Schmerz und allem drum und dran. Ach, Schmerz, scheiße. Okay, vergiss es. Dann um einen Punkt nicht. Ah, okay. Ah. Gut. Ja, dann gleite ich an der Panzerung ab. Ja, ich muss mal kurz noch mal was würfeln. Oh, sehr gut.
Wissen wieder andere Würfel angezeigt, als ich gewürfelt habe. 9, 11, 4 habe ich gewürfelt. Aber ja. ja. Ikayo kann ja nichts machen. Was für ein? Ach nee, Moment, die Gegner waren noch dran. Bogentyp. Ich kann meinen Hund spielen. Der hatte aber auch eine Nahkampfwaffe gezogen, der Bogentyp, oder? Der Bogentyp hat bis jetzt immer nur gezaubert und das versucht er auch jetzt wieder. Er hat noch keine Nahkampfwaffe gezogen. Jirks. Dann zaubere er. Und schafft das aber diesmal. 15 ist die Mitte. Oh, das könnte trotzdem klappen. Jetzt muss ich rechnen wieder, verdammt, das ist DSA 5. Gut klappt. Die klappt. Der Zauber klappt wieder. Und dann würde Goswin wieder eine Stufe Schmerz bekommen. Yippie. Ja, wieder schrei ich laut auf und zuck zusammen und langsam wird es unangenehm. So, und der Hammertyp greift Lothir an. Was? Bin ich aber doof. Ja, ich auch. Und Attacke trifft. Okay, das ist so, Lothir ist ja auf den einen zugerannt, ist an dem vorbeigeschraubt und kriegt das nur so aus den Augenwinkeln, denke ich jetzt gerade mit. So, huch. Ja, er ist langsam, Feramin. Der hat Attacke 16 normalerweise. Und er trifft. Oh. Und nein, ich habe keine Schicksalspunkte mehr. Ist der Heldenschlechter hier. Deswegen, weil ich ja kriegst du aus den Augenwinkeln mehr. 14. Ha! Wo zieht er denn hin? Oder wo schlägt er hin? Ungezielt einfach von oben nach unten. Ja, dann passiert Folgendes. Lothir spürt so einen Luftzug, dreht gerade den Kopf in die Richtung, als der Hammer ihm frontal mitten ins Gesicht trifft. Es gibt ein widerliches, knirschendes Geräusch. Blut spritzt in alle Richtungen. Und Lothir geht wie ein gefällter Baumstamm einfach zu Boden und bleibt liegen. Das Gesicht ist vollständig zerschmettert. Tja. Wertetechnisch? Also ich bin noch im positiven Bereich, gerade ja, so. Das klang für mich jetzt schon nach dahin. Ja, nur, das ist halt realistisch, ne? Der hat ihm das Gesicht jetzt zerschmettert. Ja. Warte mal, Selbstbeherrschung. Und Lothir ist noch bei Bewusstsein. Ob das jetzt so gut ist, ist eine andere Frage. Goswin und Ilva, ihr müsst es jetzt richten gegen die beiden. Okay, Quenya ist noch da. Ein Hoch auf die Preios-Geweihte. Ja. Goswin. Verteidigungshaltung hattest du bisher? Nee, nicht mehr. Hilft nichts. Ich ball nochmal die linke Hand zur Faust und gebe dem Bogentypen einen zweiten Fulminictus. Okay. Ich schrei's Fulminictus! Und quetsch. Mhm. Zusammen und hoffe jetzt, dass der Schmerz mir da keinen Strich durch die Rechnung macht. Der Bogentyp war es denn angegriffen, ne? Nee, den Hammertyp, der scheint. Der Hammertyp. Dann lieber nur eine Stufe Schmerz fressen, als was nachgucken. Doch, das läuft. Kommt durch. Wenn okay. Der jetzt nicht auch wieder eine hohe Zähigkeit hat. Nee, der hat Zähigkeit 1. Ja, dann kommt er durch. Und dann. Na super.
11. 11. Ohne Rüstung. Okay. Erste Schaden, den er frisst. Ilva. Bogen oder Hammer? Hammer. Immer noch Hammer. Den habe ich jetzt als mein Ziel auserkoren. Ich bin jetzt eingeloggt. Ich knall jetzt auf den drauf. Komme, was wolle. Mhm. Attacke. Trifft. Hammermensch. Mit mehr Elan, wenn ich bin da. Kann er nicht mehr parieren? Oder irgendwas? Doch, doch, nee. Er kann parieren. Ja, dann. Der hat ja noch nie pariert bis jetzt. Deswegen kann er noch mit voller Parade. Aber ja gut, er hat Paralyse. Aber öfter nicht. Yes. Haha, weil ich so wütend bin, knall ich ihm jetzt einen von Latz. So. 17. Ja, beschreib mal, wie du den kaputt haust. Ich schreie mit, also, einer Lautstärke, die geht sonst wie, und ich renn so ein bisschen irgendwie fast auf den zu, weil ich denke mir, du Arsch, ey, was du jetzt hier mit Lothier gemacht hast. So, ich bin so voller Wut und voller Hass und leg alles in diesen Axtschlag, weil ich denke, scheißegal, ey, wenn du jetzt Lothier umgebracht hast, oder fast jedenfalls. Oh, du Arsch! Und knalle mit allem, was ich irgendwie noch in den Armen habe, auf den Typen. Ja. Einmal so von oben nach unten durch. Von der Streitaxt getroffen, sinkt er da nieder. Und da war es nur noch einer. Und ich guck den schon mal mit irre bösem Blick an. So, du bist der Nächste, mein lieber Freund. Du bist gleich dran. Könnte man was anderes zaubern? Ja. Weil kämpfen mit Bogen im Nahkampf ist nicht, deswegen muss er wohl zaubern. Der Arme. Genau, ist ja nur ein schwer gerüsteter Magier, der auch gleichzeitig noch einen Bogen in der Hand hält. Ja. Das ist richtig. So eine arme Sau, ey. Ach komm, das ist doch schön. Aha. Findet er das wieder nicht hier? Da ist es. Klugheit, Charisma, Konstitution erschwert um die Zähigkeit. Naja, wo Ilva jetzt gerade die Klugheit, Charisma, Konstitution. Dann probieren wir mal. Also gegen Ilva, was hast du für eine Zähigkeit? Ich war gemutet. 3 habe ich. Fähigkeit 3, das heißt, um alles um 5 erschwert wegen Paralyse. 15, 7, 19. Moment, das hatte ich jetzt gesagt, die Probe war. Alles um 5 erschwert, hast du gesagt. Konstitution. Konstitution. Nö, nee, schafft er nicht den Zauber. Haha. Nee. Hatte Ilva nicht einen Fulminictus? Ja. Hast du bis jetzt noch nicht benutzt. Der andere hat den Bogen schon überspannt. Haha, ja, genau. Lol. Das aber ich gar. Goswin? Mhm. Ja, ich nehme meine etwas laschen Armmuskeln beisammen und mach's erstmal eine Sinnesschärfenprobe. Mach erstmal eine Sinnesschärfenprobe. Dafür braucht man keine Arme. Psst. Hör auf zu reden, das geht nicht gut. Warte mal, jetzt muss ich rechnen.
Das ist ein Wurf, der könnte knapp werden. Also Sinnesschärfe. Sinnesschärfe. Yay, DSA-Regel. Ja, ach, ist Klugheit, Intuition, Intuition. Naja, das geht ja. Dann habe ich das geschafft. Und zwar mit 3 Abzug, also mit 2 Qualitätsstufen. Dann bekommst du mit, weil du das noch so im du hast ja gesehen, wo das Ikayo sich so in die Häuserschlucht reingeschleppt hat, dass da eine Gestalt bei Ikayo kauert. Und jetzt kannst du nochmal beschreiben, was du machen möchtest. Ich bekomme das mit, ja? Mhm. Deswegen hast du ja gerade die Probe gewürfelt. Nur eine Gestalt, ich weiß nicht wer. Ist ja um die Ecke rum, die hat sich ja so. Siehst halt den Schatten von der Gestalt, also die da kauert. Quenya, Lot hier und Ilva stehen hier um den einen Typen rum, ja? Der Lot hier steht nicht. Ja, okay, sehe ich ein. Lot hier liegt und röchelt. Ich krieg das mit. Ich schaue im Augenwinkel dorthin. Ich gehe in die Hocke. Mhm. Und springe mit einem übermenschlichen Sprung sofort in Ikais Richtung. Mhm. Okay. Der beeinflusst, glaube ich, sogar die Landung, aber da muss ich jetzt erstmal gucken. Puh. Also dürfte auf jeden Fall durchgekommen sein. Ja. Okay, machst einen Riesensatz. Ilva, der springt vor deiner Nase weg. Und Ilva beschreibt mal, was sie macht, während Goswin noch genau guckt. Ja, ich bin so ein bisschen irritiert. Aber ehrlich gesagt nehme ich das nur so im Augenwinkel wahr. Weil Goswin ist jetzt gerade nicht mein Fokus. Ich muss hier Gegner platt machen und ich hau denen allen aufs Maul. Und wer hierher kommt, der kriegt die Axt in die Fresse. Mhm. Und was Leute, die mit mir kämpfen, gerade machen, das ist mir gerade relativ wumpe. Die sollten sich bitte nicht umbringen lassen, das wäre ganz schick, Lothir. Ne? Aber ansonsten, dann springt der halt jetzt weg. Ist vielleicht auch besser. Ganz so stark ist der ja auch nicht. Ich knall den Typen hier jetzt weg. Mhm. Es zeigt das Schmieden nicht an, wenn du würfelst gerade. Ich habe nicht gewürfelt. Haha. Ich habe mich schon wieder gemutet, weil ich dachte, jetzt passiert noch irgendwas. Aber okay, cool. Ich bin dran. Du bist ja dran, ja. 7, das schaffe ich. Attacke. Er kann nur ausweichen, hätte keine Nahkampfwaffe. Nee, schafft er nicht. Dann hau ich ihn. Und tötest ihn. Ich zieh meine Axt auf ihn runter, schreiend und fluchend, wie schon die ganze Zeit. Es ändert sich gerade am Kampfstil nicht so viel, es passiert immer viel desselben. Schreiend, axthackend, renne ich da übers Schlachtfeld. Und jetzt diesen hier, auch kaputt. Ja. Und wieder drehe ich mich danach praktisch postwendend mit irrem Blick um und gucke, wo ich als nächstes irgendwie zuschlagen kann. Hinter dir steht Quenya. Ich gebe kurz, dann erkenne ich sie. Nein, die nicht, okay. Es ist noch Verstand drin, es ist noch nicht völlig irgendwie ins Abgedriftet. Ja, das ist ein Ding um den Hals, das Freund. Alles, was leuchtet, Freund. Ja, voll gut. Ja, na, aber es muss doch noch irgendwo ein Gegner sein. Ich bitte dich, wir sind in einem Krieg. Ja, also jetzt in Reichweite ist jetzt gerade keiner. Dann blicke ich mich um, wo ich meine Gefährten finde.
Lothir liegt vor dir. Lothir liegt vor mir. Gut, dann würde ich tatsächlich kurz meine Axt weglegen und in Griffweite, wer weiß, was kommt. Aber trotzdem dann erstmal nach Lothir gucken, irgendwie Lebenszeichen checken, gucken. Ich hack kein Loch in mein Chakra. Sehr schön, yes, Katze und Wolf. Sehr schön. Juhu! Jetzt habe ich einen Ohrwurm, danke. Um es mal ziemlich deutlich zu sagen. Ja, aber du lebst noch, das ist gut. Dann packe ich meine Axt doch wieder in die Halterung, guck Quenya an und sag, kannst du mir irgendwie Deckung geben, während ich ihn trage in das Heilzelt? Irgendwie versuch das irgendwie, ich schmeiß dich wahrscheinlich wie so einen Mehlsack über meine Schulter, aber weil ich mit dem einen Arm selber so richtig schön vor mir hertragen, wie die Braut über die Schwelle, klappt nicht mit meinem kaputten Arm. Aber ich würde dich wahrscheinlich irgendwie auf meine Schulter wuchten und dann tatsächlich versuchen, irgendwie mit Lothir zu unserem Feldlazarett zu kommen, dass der irgendwie verarztet, dass ihm geholfen werden kann. Okay, dann mach mal eine Kraftprobe. Ja. Moment. Denn Lothir ist leider relativ schwer. Ah, was soll das denn, Lothir? Konstitution. Wenn Ilva was kann, dann Kraftakt. Kraft. Ja, das ist korrekt. Das ist ganz gut. Ah, die 18. Die 18. Ich muss die shippen. Das mache ich aber für Lothir. Das ist mein letzter. Ihr habt alle keine Chips mehr. Dann kann ich ja jetzt die, dann kann ich ja jetzt die Angriffswelle starten. Yes. Ja! Aber ich trage jetzt Lothir. Trägst Lothir. So, und Goswin. Goswin war gelandet neben Ikayu. Wie war das jetzt genau mit dem Landen? Du hast was nachgeguckt? Genau, also ich habe jetzt bei den DSA-5-Regeln nichts gefunden, habe dann schnell noch mal im DSA-4-Zauberbuch nachgeguckt. Da beträgt das, also da beeinflusst er auch die Fallhöhe. Ich habe kein Wording dazu gefunden bei DSA-5. Von daher deine Entscheidung. Nee. Okay, du kommst da in so einem Dreipunkt-Landung an. Telemark. Ja, genau. Also wirklich sehr abgehetzt. Hab den jetzt eigentlich nur benutzt, um möglichst schnell möglichst große Entfernungen zu überwinden. Ich würfel mal gucken, ob du dir dabei was gebrochen hast oder so. Okay. Aber sieht gut aus. Gut. Ja, also neben. Lande da sofort und versuche sofort den Speer hochzuheben, damit ich sofort zustechen kann, falls was ist. Ja, die Gestalt taumelt so zurück. Und es ist Vika. Die ihre Hände so auf Ikayu gelegt hatte. Und man sieht noch so. Man sieht so den letzten Schimmer noch so von einem Zauber. Sofort lasse ich den Speer fallen. Nehme Vika in den Arm. Danke. Also der Zauber dauert noch eine Weile, aber danach kann sich Ikayu 10 Lebenspunkte aufschreiben. Ja, um euch herum tobt noch immer ein bisschen die Schlacht, aber ihr habt gerade anderes zu tun. Goswin schleppt Ikayu wahrscheinlich dann mit Vika zusammen auch ins Lazarett. Also wenn der Zauber von Vika tatsächlich noch dauert, dann würde ich auch einen Zauber auf Lothis Gesicht anwenden wollen. Ah, okay, ja. Und zwar wahrscheinlich denselben. Balsam Salabunde. Ja, genau. Ich würde also ihm die Hände aufs Gesicht legen. Wahrscheinlich liegst du da auch noch relativ regungslos, aber. Wisst ihr noch, wo Vika den das erste Mal an Ilva ausprobiert hat damals? Oh, ich erinnere mich an ganz andere Geschichten.
Aber ich habe es gesagt. Ich habe gesagt, wenn die Leute sich an dich erinnern, werden sie sich an deine helfenden, heilenden Hände erinnern und nicht an einen toten, leblosen Körper im Schnee. Null? Nein, sehr gut. Ach so. Boden. Genau. Also ich werd Lothar die Hände aufs Gesicht legen und werde mich ebenfalls konzentrieren und immer wieder die Formel Saneris sprechen, dann immer mal wieder nachformen, wie ich glaube, dass ein Gesicht aussehen soll. Und hoffen, dass sich die Knochen auch so wieder zusammensetzen. Und du darfst mir jetzt sagen, wie weit das dauern würde. Also wie viel ich da investieren müsste. Ich denke, das kann Lothir am besten entscheiden, weil der weiß, wie er schwer getroffen ist. Ja. Also ich habe noch 3. Sag mir eine Gesichtszahl, Kollege. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn du ihn auf 10 bringst, also 7, ja, würdest du ihn auf jeden Fall vollständig das Auge retten, das nämlich sonst zerquetscht wäre. Ich denke, das ist nicht wert. Wie gesagt, der kam so der Hammer. Also, dir ist alles zerschmettert. Also, ja, ich glaube, so ein Auge ist das wert, ja. Genau, dann kann ich jetzt noch, naja. Aber das, denke ich, würde die schlimmsten Sachen heilen. Wenn ich nicht durch die anderen Schmerzen so dermaßen abgelenkt werde, würde ich jetzt langsam spüren, wie der Kopfschmerz in meinen Schläfen anfängt zu pochen. Ja, schwer geschunden liegt ja alle im Lazarett oder hockt im Lazarett. Ilva will wahrscheinlich nochmal wieder rausstürmen und nochmal sich in ins Kampfgetümmel reinschmeißen. Wird von mehreren Helfern aber davon abgehalten, weil naja, sie schwer verletzt ist. Ja, das braucht einen Fianinger, um sie wieder zurückzuschieben ins Lazarett. Und ihr bekommt gar nicht mit, was sonst noch so draußen läuft. Ihr hört nur das Schreien und Wimmern von draußen und man sieht, dass immer noch mehr Leute reingetragen werden. Und irgendwann ist der Lärm draußen vorbei. Und also spätestens dann, wo ich keine Geräusche mehr von draußen höre, kann mich keiner mehr in dem Zelt festhalten. Ich muss nach draußen gehen und gucken, wie es ausgegangen ist. Ja, humpelst nach draußen immer noch mit dem hängenden Arm in der Schlaufe vielleicht inzwischen. Ja, wahrscheinlich, ne? Mehrere Barrikaden sind durchbrochen worden. Überall liegen Tote herum. Sowohl Chakagra als auch Menschen, als auch Yetis, die Wesen wie normale Mittelreicher, Norbaden, alle Torvaler, alle, die ihr da hattet, Fianinger. Ja. Aber anscheinend stehen da noch ein paar von euch. Sie ist Nituk, schwer gezeichnet, auf seinen Speer gestützt. Sie ist auch Nornara, wie sie mit ihr auf ihrem Besen schwebend neben Nituk ist. Sie ist Mrom mit seiner Keule, der aus mehreren Wunden blutet. Das heißt, sein Yeti-weißes Fell hat sich ein bisschen in Rot gefärbt. Auch Fanta könntest du sehen. Ihrem Bogen. Und auch Eisblüte kannst du sehen. Und überall leuchtet das Himmelslicht. Ja, ich renne sofort irgendwie, soweit ich irgendwie kann, also so schnell wie ich da hinkomme, gehe ich zu denen hin und frage sie, ist das wirklich wahr?
Es ist zu Ende? Haben wir gewonnen? Nituk nickt. Wir haben es geschafft. Und ich gucke mich entsetzt um und denke, irgendwie wäre das ein Grund zum Jubeln, aber so wie es hier aussieht, ist mir gerade überhaupt nicht nach Jubeln. Niemand jubelt aufgrund der vielen Gefallenen. Aber ich gucke so um mich rum und denke so, und dann gucke ich die anderen wieder an, die da stehen und sagen, wir haben den Norden gerettet. Ihr hattet 150, 60, 70, 172. 80, 172 Kämpfer. Davon ist nicht mal mehr die Hälfte da. Wir hatten 15 Bandstrahler, 5 Sonnenlegionäre, 41 Friesorfer, Quenya, Wiegwald, 1 Effertgeweihten, 40 Fjaninger, 15 Yetis, Nirala, Bika, Nornara, Fribolek, die alte Frau, 30 Nivesen und 10 Frigorner. Ja. Ich werde nicht viel machen können. Ich werde irgendwo. Wenn ihr nicht sehen sitzen könnt, übrigens ist Wiegbald, könnt ihr nicht sehen, und Nirala hat, nach der hat keiner mehr geguckt. Ich möchte Wiegbald anpingen. Ich möchte wissen, wie es ihm geht. Ich möchte wissen, ob. Kommt da was zurück? Nein. Sobald Lothir wach ist, wird er sich auf die Suche nach Nirala machen. Da müsste man ihn schon wirklich zwangsweise zurückhalten, damit er das nicht tut. Okay, er kann so gut wie nicht laufen, aber... Ja, überall fangen jetzt auch die Leute an, noch irgendwie nach Verletzten oder nach Leuten zu suchen, die sie kennen. Der ganze Kopf ist bandagiert auf der einen Seite. Ja, den meisten geht es hier ähnlich. Die, die überlebt haben, sind entweder die Heiler, die fast alle überlebt haben, oder halt die, die im Lazarett waren. Ein paar, die halt draußen waren. Ich möchte Wiegbald suchen, da, wo ich den Dämon als letztes gesehen habe. Mhm. Ja, auf dem Feld draußen, das hattest du ja tatsächlich gesehen, ne? Mhm. Ich habe es gesehen. Wie die gekämpft hatten. Ja. Siehst du einen Krater, und in der Mitte des Kraters steckt im Boden der Rondra-Kamm mit der Spitze nach unten und daran gelehnt im Knien Wiegbald. Ich versuche mir nichts zu tun, während ich in diesen Krater runterrutsche. Ja, kommst bei ihm an und ja. Wenn du nach Lebenszeichen schaust, mach mal Heilkunde Wundenprobe. Juhu, warte, wie viel Level? Ich habe jetzt 15 Lebenspunkte. Wo stehe ich denn da? Okay, alles klar. Heilkunde Wunden, was habe ich denn da? Nicht so viel. Okay. Ja, Fertigkeit, Fingerfertigkeit. Okay, schauen wir mal. Ich schaff's. Erstaunlich aber wahr, ich schaff's mit 2 Qualitätsstufen. Du siehst keinerlei Wunden an ihm, aber du fühlst auch keine Lebenszeichen. Dann bleibe ich erstmal da einfach sitzen. Er hat nicht einen Kratzer. Das Himmelslicht leuchtet auch nicht mehr, das er trägt, richtig? Es leuchtet. Also, wenn du nicht tot bist,
wäre jetzt der Moment, aufzuhören mit diesem Schauspiel. Nichts. Aber wenn du tot bist, dann hoffe ich, dass die Leuen dich aufgenommen hat, weil du hast es verdient. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Und ich möchte einfach nur sein Himmelslicht vom Hals nehmen. Ich werde ihn nicht bewegen. Er hat sich selbst ausgesucht, wie er stirbt. Und ich werde ihm einen Kuss auf den Scheitel geben. Danke. Danke. Und ja, es war bestimmt die Stimme der Leuten, die dich gerufen hat. Und dann kletter ich wieder aus dem Krater raus. So, ein letzter Würfelwurf noch für heute. Als Lothier das eingesponnene Bündel, was Mirala ist, findet auf der Brüstung. 50-50 Chance, ob sie lebt oder nicht. Und nimmt das Weitmesser und schneidet vorsichtig das Netz auf. Ja. Sie hat wahrscheinlich, also das, die Mandibeln haben ihr wahrscheinlich hier oben die Schulter zertrennt. Also wahrscheinlich wird man den Arm wahrscheinlich nicht mehr retten können oder so. Aber sie hat überlebt. Durch das eingesponnene Netz ist da die Blutung irgendwie nicht so schlimm gewesen. Glück im Unglück, wenn man so will. Dann würde Lothi sie tatsächlich versuchen zu tragen, auch wenn das dann ewig dauert, bis er wieder im Lazarett ist. Wirklich so schleppenden einen Schritt vor dem anderen, während halt aus dem die ganze Zeit am laufenden Band die Tränen runterlaufen. Weil jetzt auch die gesamte Anspannung von ihm abfällt. Und kommt er halt so quasi mit Nirala auf den Arm dann ins Lazarett. Der im Lazarett ist auch betretene Miene. Das haben Ilva und Goswin vielleicht mitgekriegt. Kurz nachdem Ikai und Lothi rausgestürmt sind, hat man Yutanuk tot hineingetragen. Alter Mann. Der Norden ist verteidigt, wird schwere Opfer gefordert. Du wirst mit den Wölfen heulen. Du wirst mit ihnen zusammenrennen auf den ewigen Weinen der Nivesen. Ich würde sagen, mit diesem etwas gleichzeitig glücklichen und etwas bedrückenden Szenario verlassen wir die Heldengruppe für heute und spielen eine letzte Session noch in demnächst, wenn wir den Termin finden, und machen dann, was danach geschah, zu Ende. Wenn euch das recht ist.
Ja, klar. So lasse ich es nicht stehen. Das geht Dachte nicht. Ich mir, weil wenn wir das jetzt noch alles ausspielen, dann dauert es noch eineinhalb Stunden oder so, aber. Ja, wir sind jetzt schon ein sehr lange drüber. Ja, vielen, vielen Dank fürs für das epische Schlachtgeschehen. Knapp war's, keine Schicksalspunkte mehr da. Alle fast davor, kurz vor dem Abnippeln. Ich, außer Goswin, ich glaube, der hat es noch am besten, oder? Also noch ein Punkt Schmerz und ich hätte auch da gelegen. Ne? Okay, nur auf andere Weise. Ja. Echt jetzt? Dann war Ilva vielleicht tatsächlich noch am besten dran. Das könnte natürlich auch sein. Ich habe ungefähr die Hälfte meiner Lebenspunkte verloren. Ich hatte noch 16. Ja gut, gegen die Gegner, gegen die du gekämpft hast, sind 16 Lebenspunkte natürlich auch nicht sonderlich viel. Die sind mit nach zwei Schlägen spätestens weg, aber die hatte ich noch. Also... Ja. Ja, hier Igel, Speis, Spiegelei oder wie auch immer ich haben die das ja gesagt. Das ist vielen Dank für die schöne Session. Danke, danke. Tut mir jetzt auch ein bisschen leid, dass wir das auf diesem traurigen Ding ein bisschen beenden müssen. Ja, aber wir haben es zu Ende geschafft. Der Norden ist gerettet. Der Dämon ist weg. Was genau passiert ist, können euch die Leute wahrscheinlich beim nächsten Mal dann nur erzählen, wenn sie es denn mitbekommen haben. Ihr habt euren Teil der Schlacht heroisch geschafft. Euren Teil der Stadt gehalten. Und, ja. Und es gibt ein Viertelelf. Ja, mal gucken. Wir können ja dann auf eher noch. Ich denke, es wird ein bisschen dauern, bis wir das nächste Mal spielen können, weil das ist jetzt ein bisschen kompliziert mit den Terminen. Aber es wird halt noch eine Session geben mit und wir besprechen uns dann zwischendurch, wie wir das Ganze aufziehen werden. Aber Sie dürften mal gespannt sein, wie es denn dann wird. So, wie sieht das denn bei euch aus? Wir machen gleich noch eine ganz kurze Behind-the-Scenes-Sache, glaube ich. Und dann, das ist Wochenende. Das ist das Gute am Freitag. Ne? Ja, und ich bedanke mich schon mal, dass ihr mitgemacht habt da draußen, dass ihr mitgefiebert habt. Das war sehr intensiv im Chat, habe ich schon gesehen. Sehr, sehr toll. Und ja, vielen, vielen Dank. Ich frage auch direkt mal, wo man den Pölle das nächste Mal begutachten kann. Ja, übermorgen, ne? Bei Filiason. Ja. Jo. Ilva wahrscheinlich auch, also die Leoparde, nicht Ilva. Nee, Ilva hat da jetzt echt mal nichts verloren, aber ich werde da sein, ja. Rerion auch, wenn es ihm dann wieder gut geht, weil wir müssten halt nochmal einen extra Applaus in den Chat reinschreiben. Der Rerion ist nämlich eigentlich total dolle krank. Ja, und ist nur durch alles Mögliche aufgepäppelt. Leopardin ist auch noch krank, aber bei der geht es schon ein bisschen besser. Die Community gibt uns Kraft. Genau. Ja. Und Feder, wo sieht man dich das nächste Mal? Wenn ich das wüsste. Irgendwo. Nächste Woche ist Engel, ne? Ja. Ja, dann da. Gut. Dann darf ich einen sehr emotionalen Teenager spielen, also es läuft. Läuft alles, genau. Ja. Okay. Ja, und danach gibt es dann mein Nekrohäppchen wieder zu bestaunen am Samstag danach. Cool. Da spiele ich eine Nekromanten-Eidechse bei Katze und Wolf. Ja, nice. Hm. Okay, dann ich würde sagen, wir verlieren gar nicht mehr so viele Worte. Aber ich habe das beim letzten Mal auch schon gemacht. Twitch erlaubt einem ja ganz, ganz tolle Sachen. Ich schicke euch alle, die ganzen 21 Zuschauer, jetzt einfach mal rüber zum Gaming-Kishi. Der spielt nämlich noch D&D. Dann könnt ihr da noch ein bisschen weiter rumgucken. Und sagt ihm mal Hallo von mir und schöne Grüße vom Nordpol. Dann freut er sich bestimmt. Also dann bis zum nächsten Mal. Den Segen der Nacht, würde ich bei Vampire sagen. Was sagt man bei DSA? Mögen die Zwölfe mit euch sein. Für den Norden.
für den Norden. Tschüss. Für den Norden. So. Hunt. Raid läuft. Jetzt. Tschüss.